Hallo. Kommt so, was. Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung über das Thema Schulbuch-Trojaner, Urheberrechtsschutz oder Gefahr für Freiheit von Lehre und Forschung. Ich begrüße Sie hier im Saal und begrüße die 70, die gegenwärtig sozusagen online sind. Sagen wir, das ist zu betonen wert, sagen, weil wir hier im Saal ja eigentlich ein bisschen zusammenrücken könnten und noch überschaubar viele sind. Schön, dass Sie trotz des schlechten Wetters zu uns gekommen sind. Ganz kurz, wir werden in das Thema einführen, das ist eine Veranstaltung der Böll-Stiftung mit der Taz zusammen. Wir werden das Thema gleich einführen durch den Moderator Christian Füller. Ich will nur drei Aspekte nennen, was uns besonders an diesem Thema interessiert, uns die Böll-Stiftung. Das ist natürlich einmal das Urheberrechtsthema. Wir erleben ja weltweit Auseinandersetzungen um Durchsetzung von Urheberrechten. Und in diesem Fall geht es auch um die Frage, die im zweiten Teil des Satzes des Titels angedeutet ist, sind mit der Durchsetzung von Urheberrechtsansprüchen auch Einschränkungen von Freiheit und Lehre verbunden. Zweitens geht es sicherlich auch, vielleicht auch schon heute Abend, um Alternativen zu den proprietären urheberrechtlichen Modellen. Also was ist mit wegen der selbsterzeugten Lernwerke und Materialien, die anders als gegenwärtig proprietär lizenziert werden. Und schließlich, insgesamt interessiert das natürlich unter dem Gesichtspunkt, was nützt das? Also es sind sicherlich Einsatz von neuen Technologien, aber kommen wir zu neuen und besseren Lernergebnissen, zu runderen Persönlichkeiten, die sicherlich technische Skills auch lernen, aber eben auch sozusagen gebildet werden, wie wir das eigentlich auch von Schülerinnen und Schülern erwarten. Also das schließe ich noch eine Frage. Und ich möchte das verbinden, das werden wir sicherlich alles nicht erschöpfen, heute Abend behandeln können, verbinden mit der Ankündigung, dass wir das fortsetzen wollen, was wir heute als Gespräch beginnen, in einer etwas größeren Tagung im Frühjahr nächsten Jahres, wo es dann schon um die Lernwerke und das Schulbuch der Zukunft, sagen wir mal, geht. Also sagen um neue Lernformen der Zukunft, zu denen wir dann noch mehr Menschen dann einladen werden und hoffen dann auch einen großen Zuspruch zu finden. Abschließend möchte ich nur einmal mit einem Dank an Christian Füller, mit dem wir das heute Abend vorbereitet haben, an Michael Stonjenko und Andrea Mesch, die von Seiten der Böll-Stiftung das vorbereitet haben. Und anschließend einladen möchte ich noch zu einem Glas Wein und einer Brezel. Wir haben dann noch eine richtige Offline-Diskussion von Angesicht zu Angesicht im Anschluss. Daran können die Onliner jedenfalls dann nicht teilnehmen. Soweit von meiner Seite. Ich übergebe an Christian Füller. Ja, vielen Dank, Andreas. Genau, die spannendste Frage, die wir eigentlich gerne hier diskutieren hätten wollen, schon länger. Ich habe vor 2 Jahren da den Schulbuchverlagen bereits mal ein Thema angeboten, was eigentlich das Schulbuch der Zukunft, nämlich die Frage, wie geht das neue Lernen eigentlich mit dem neuen Leitmedium? Die können wir ja gar nicht so richtig diskutieren, weil erst müssen wir mal drüber reden, was der Trojaner, die Plagiatsoftware, die Sie, Herr Michalik, und Ihre Organisation, die KMK, eingeführt haben. Wir werden das ausführlich und streitig diskutieren. Sie kommen natürlich auch dran, ist ja klar. Und wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Podium zusammengekriegt. Ich muss sagen, dass ich mich sehr freue, dass Frau Dalbert aus Sachsen-Anhalt da ist. Und hier die erziehungswissenschaftliche, psychologische Seite, wenn ich das richtig sehe, vertreten wird, ja? Vielen Dank. Frau Dalbert hat relativ viel Forschung gemacht zum Thema demokratisches Lernen. Was ist eine demokratische Schule? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wird die Schule eigentlich demokratischer durch diese komischen iPads und was es da alles gibt? Da werden wir nachher drüber reden. Schön, dass Sie da sind. Genau, dann haben wir André Spang und Guido Brombach. Die sind beide aus der Twitter-Szene. Die sind gehören zu den Twitter-Teachern, wie ich sie nenne. Auch wenn Guido jetzt gar kein eigentlicher Lehrer ist, sondern Pädagoge. Und beim DGB-Bildungswerk, was macht ein Pädagoge beim DGB-Bildungswerk? Sag uns erst mal. Beschäftigt sich eigentlich mit Bildung. Ich habe mit Erwachsenen angefangen, mache aber durchaus mittlerweile auch ganz, ganz viel in diesem Schulkontext und beschäftige mich eigentlich seit knapp 10 Jahren damit, wie das Internet die Gesellschaft verändert
und damit letztendlich in Bezug auf meinen Arbeitsbereich, wie es das Lernen verändert. Und die Twitter-Teacher haben so ein bisschen gemosert am Anfang, weil du kein richtiger Lehrer bist, wie wir dich auf dem Podium hatten. Und dann haben wir André Spang natürlich noch dazu genommen, einer der iPad-Vorkämpfer in diesem Land. Wieso? Was ist das genau? Natürlich nur in 3 Sätzen, sorry, André. Also ein iPad liegt ja hier, also wir nutzen das an der Schule, um Inhalte im Internet zu erstellen und um konstruktivistisch zu arbeiten, um mit den Schülern medienorientiert zu arbeiten und sie zur Mündigkeit im Umgang mit Medien zu erziehen, indem wir die Medien einfach nutzen und ganz normal in den Unterricht neben anderen Dingen, die schon da sind und auch bewährt funktionieren, integrieren. Du hast letztens mit einem anderen von diesen Blogger-Lehrern ein Interview gemacht. Also er hatte dich interviewt, es stand im Netz. Dann habe ich gesagt, das wollen wir in der Taz auch machen. Und da hast du 3, 4 Gründe genannt, warum eigentlich jetzt gar nicht dieses Gerät von Apple, sondern einfach sozusagen ein Tablet so toll sein kann. Kannst du nochmal ganz kurz für die Leute, damit sie verstehen, dass das eine der Vorreiterklassen ist? Was ist denn der Vorteil von den Dingern? Der Vorteil ist halt, die hochmobil sind die Geräte sofort an und wir haben ja so, also zumindest ich aus meiner Generation kenne noch das Sprachlabor-Feeling, wenn man dann extra in so einen Raum geht, um etwas zu tun, und wir können das dann halt mit den Geräten sofort tun und dann wieder einen Methodenwechsel machen, sind flexibel einsetzbar, die Schüler können sie rumreichen, können damit vor der Klasse präsentieren, und wir haben uns gerade unterhalten, man kann sie ganz einfach bedienen. Also ihr Vater hat so ein Gerät, haben sie ihm geschenkt, und er ist 85 und kann es sofort benutzen. Das ist für uns auch wichtig. Also wenn ich eine 5. Klasse habe. Das waren jetzt aber ein paar mehr Sätze. Das geht gar nicht. Geht auf sein Konto. Genau, und dann ist noch Herr Michalik da. Herr Michalik hat eine ganz wichtige Position, noch nicht so wahnsinnig lange. Er ist der Generalsekretär der KMK. Er steigt in die großen Fußstapfen von Erich Thies. Und wir freuen uns, dass er sofort zugesagt hat. Ich finde es toll. Wir haben hier ziemlich lange bei dem bayerischen Kultusminister rumgenagt, ob der nicht kommen will, weil der ja den Trojaner-Vertrag, also sein Amtschef abgeschlossen hat, stellvertretend für die KMK mit den Schulbuchverlagen. Dann haben wir bei Herrn Altusmann angefragt. Da war aber noch nicht ganz klar, ob er seine Diss eigentlich behalten darf. Und die haben also alle rumgenölt und Herr Michalik hat nach einer Stunde zugesagt. Wieso? Ganz leicht zu beantworten, weil ich natürlich hier erstmal eine Phantomdiskussion beenden möchte. Und über die tatsächlichen Fakten, die hinter diesem missbräuchlichen Begriff Trojaner sich verbergen, hier einige Aufklärung in die Diskussion hineinbringen möchte, um ein bisschen die Aufregung, die sich damit verbindet, zu relativieren. Und damit wir zu den eigentlichen Punkten, die in der Anmoderation hier zur Diskussion gestellt werden, dann auch ein bisschen konstruktiv dann diskutieren können, weil es geht in der Tat, und das Leben geht rasant schnell vorbei, voran, die Halbwertszeit von Wissen und den technischen Möglichkeiten werden immer kürzer, und insofern wird sich auch Schule den Anforderungen stellen müssen, wie wir mit den Techniken und neuen Medien letztendlich umgehen, und ich denke, das ist die eigentliche interessante Diskussion, die wir hier an der Stelle führen müssen, und deswegen sage ich, beenden einer Phantomdiskussionen, lassen Sie uns die richtigen Diskussionen führen. Gut, schauen wir mal, ob wir die so schnell beenden. Wir nehmen uns auf jeden Fall vor, dass wir auch zu dem vordringen werden, zu dem anderen, aber da müssen wir jetzt durch die Firewall erstmal durch, die KMK aufgestellt hat. Ich wollte gleich sozusagen mit Ihnen anfangen, Herr Michalik. Sie wissen das ja vielleicht, dass es bei mir ganz schön direkt gehen muss auch, weil wir müssen ja auch nicht so langsam, wir müssen ja zum Thema kommen. Auch ein Grund, wie kommen Sie denn eigentlich, wie kommen Sie eigentlich dazu, als KMK-Chef verantwortlich, also Generalsekretär zusammen mit Ihrer Organisation für alle Schulen, Ihre Lehrer und Ihre Schulen durch Dritte bespitzeln zu lassen? Das ist ja schon krass, oder? Ich bin sehr, sehr, sehr froh über diese Frage, weil ich dann gleich mit der Beantwortung der ersten Frage diese Phantomdiskussion beenden kann. Gucken wir mal ganz genau in diese Vereinbarung rein, was dort steht. Und da wird das Ausmaß dessen, was jetzt hier so als Worst-Case-Szenario an die Wand gemalt wird, schon deutlich. Und wenn wir da in den Vertrag genau hineinschauen und auch die Entstehungsgeschichte betrachten,
Dann kommen wir nämlich wieder zu den Fragen zurück, die ja auch in der Anmoderation gestellt wurden. Wie verhält sich es mit dem Urheberrecht und ist das Urheberrecht noch zeitgemäß unter den Prämissen, die wir hier eigentlich zu diskutieren haben? Und wenn Sie, ich muss das ein bisschen ausführlicher erklären, weil ich ansonsten Ihre Frage nicht beantworten kann und wir diese Phantomdiskussion Schauen Sie, unser neues Leitmedium ist ja nicht das Narrativ des Lange. Also das können wir ja nicht. Wir kommen ja zu den Punkten an. Was mich aber als erstes mal mich als Bürger interessiert, wie kann eine staatliche Stelle in einer privaten Einrichtung sagen, okay, ihr könnt euren Wurm in den Apfel kriechen lassen. Nein, und was der da rausholt, das werden wir dann schon sehen. Also das ist doch, das ist eine Plagiatsoftware, die Sie vereinbart haben mit denen, dass die Schulbuchverlage, also eine private Institution, die Rechner von Schulen und dann, wenn sie vernetzt sind, auch von Lehrern. Wir kommen sofort zum Detail, aber wie können Sie einen solchen Vertrag mit einem Privaten abschließen? Nochmal, also ich lasse mir jetzt ja auch keine unbedingt eine Diskussion aufzwingen, die so gar nicht zu führen ist. Nochmal, es ging darum, und das ist der Ausgangspunkt des Vertrages gewesen, um den Schutz der Urheberrechte von den Schulbuchverlagen. Der Bundestag und der Bundesrat haben 2007 eine Änderung des Urheberrechtsgesetzes vorgenommen, wo es darum ging, dass wenn es zu Gebrauch von urheberrechtlich geschützten Materialien geht, der Rechteinhaber bestimmen kann, wie damit letztendlich zu verfahren ist. Und das ist der Ausgangspunkt dieser vertraglichen Verhandlung. Vor diesem Hintergrund, und da wir wissen, wie Schule abläuft und was dort genau gemacht wird, haben die Länder gesagt, um in entsprechendem Maße den Unterricht auch zu gewährleisten und die Lehrer zu schützen, zahlen die Länder eine Pauschale an die Rechteinhaber und in einem begrenzten Ausmaß nach Urheberrechtsgesetz ist ein Kopieren von Materialien aus Schulbüchern erlaubt. Das muss erstmal als Grundsatz vorangestellt werden. Das Kopieren ist einen begrenzten Umfang aus den Schulbüchern erlaubt. Und die Länder zahlen dafür eine Pauschale an die Schulbuchverlage. Okay. Und damit haben wir das Urheberrechtsgesetz eingehalten. Das ist die Grundaussage dieses Vertrages. Jetzt haben natürlich vor dem Hintergrund, und es ist auch eine repräsentative Erhebung gemacht worden in den Ländern, und die Zahlen sprechen schon für sich, weil das Kopieren vor 2007 aus den Schulbüchern sich trotz sinkender Schülerzahlen in der Bundesrepublik mehr als verdoppelt hat. Das ist der Hintergrund gewesen, dass natürlich die Verlage zu ihrem Eigenschutz gesagt haben, wir möchten eine Möglichkeit haben, um hier das, was in diesem Schutzvertrag, so bezeichne ich ihn mal, vereinbart wurde, dann auch umgesetzt zu wissen. Und jetzt wurde vereinbart, und deswegen Phantomdiskussion, A, gibt es diese Software noch gar nicht. B, ist vereinbart worden, dass 1% aller Schulen in Deutschland, 1% aller Schulen in Deutschland, das sind ca. 400, nach einem statistischen Verfahren über die Länder ausgewählt, mit Genehmigung der Schulaufwandsträger überprüft werden können, ob die Schulen abweichend von dem Vertrag Digitalisate angefertigt haben, um sie abweichend von dem Vertrag dann zur Anwendung zu bringen. Also zur Konkretisierung, nicht jeder Lehrer, nicht jede Schule, sondern stichprobenartig die Möglichkeit den Verlagen eingeräumt wurde, mit Genehmigung der Schulaufwandsträger eine solche Überprüfung vorzunehmen. Das steht in dem Vertrag drin. Dass man jenseits der Kopien auch dieses Digitalisieren checken kann und sehen kann, was machen die denn dann noch. Okay. Sie meinen mit Digitalisieren rein die Übertragung des Buchs zwischen den beiden Deckeln in eine Kopie, die gescannt wird und dann, was weiß ich, womöglich schickt der Lehrer Brombach dem Lehrer Spang nach Köln auch die Kopie und sagt, Mensch, das haben wir schon bezahlt über die Pauschale. Es geht nur um das Digitalisieren von Büchern, meinen Sie? Ja? Okay. Ganz kurz, nehmen wir mal an, wir kommen in die Schule von Martin Riemer. Der hat jetzt das Pech, dass er in die Stichprobe fällt. Der ist ja noch nicht mal Lehrer. Und da kommt jetzt ihr Schulbuchverlag. Was ist das, ein Sheriff oder wer kommt da? Wie checkt denn der das? Ob da jetzt Digitalisate vorliegen? Nochmal, Herr Füller, diese Software gibt's noch gar nicht. Es ist in dem Vertrag vereinbart worden, dass eine solche Software zum Einsatz kommen kann. Und die Kultusminister haben übereinstimmend zugesagt, dass nach entsprechenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen dann auch diese Software zur Anwendung kommen soll, wenn sie denn kommt. Ja. Aber da es diese Software noch gar nicht gibt,
Beruhigt dich das sehr, Guido, dass es die, dass ein Vertrag über eine Software, die es noch gar nicht gibt, die uns bespitzeln kann? Was ich raushöre, ja, ist, dass Sie sich geradezu dafür entschuldigen, dass es dieses Überwachungsding da überhaupt gibt. Wenn es nach Ihnen gehen würde, würde es das gar nicht geben. Ja, es ist sozusagen eigentlich etwas, was jetzt diesem doofen zweiten Korb des Urheberrechts 2008 geschuldet war, dass man jetzt sich das überhaupt in den Vertrag reinschreiben lassen muss. Ja, aber wenn ich Sie richtig verstehe, stehen Sie da überhaupt nicht hinter. Ist das richtig? Nein, jetzt muss man auch konkret eine Verhandlungssituation sehen zwischen zwei Partnern, die einen Vertrag aushandeln. Und da gab es auch eine Maximalposition. Es gibt letztendlich auch eine Position, die dann in den Vertrag eingeflossen ist. Was waren die? Und wenn zwei, das werde ich jetzt nicht sagen, das gibt immer zwei Verhandlungspartner an einem Tisch, die sich dann auf ein entsprechendes Desiderat einigen müssen. Das ist in jeder Verhandlung so. Und das ist dann letztendlich das Ergebnis, mit dem beide Seiten am Ende leben konnten. Ich habe mir den Vertrag auch mehrmals durchgelesen, er ist ja nicht so lang, und bin zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich sozusagen so ein bisschen das Feigenblättchen ist. Weil richtig ernst meinen, tun sie es ja mit der Überwachung gar nicht. Ja? Also 1% aller Schulen, muss sozusagen ja auch klar sein, welcher Rechner, auf welchem Rechner diese Software installiert ist. Wenn ich da Schulleiter wäre oder auch Lehrer, dann würde ich dafür sorgen, dass auf dem richtigen Rechner diese Software installiert wird und nicht auf dem falschen. Also es gibt sozusagen eigentlich genügend Möglichkeiten, die dieser Vertrag zulässt, dafür zu sorgen, dass man letztendlich den Vertragspartnern gerecht wird und auf der anderen Seite sich da nicht selbst sozusagen schadet. Okay. Frau Dalbert, wir müssen da noch ein bisschen kreisen, weil die Firewall ist ja noch nicht ganz klar, wie das eigentlich jetzt wirklich gemacht wird. Ich wollte Sie mal ganz kurz, und Herrn Michalik, das Mikro muss ich auch wegnehmen, fragen, von einer ganz grundsätzlichen demokratischen Frage aus. Es ist zwar gut, dass Herr Michalik gleich die Details gemacht hat, aber mich stört es immer noch. Ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt. Und ich finde, das ist, wollen wir mal so rum. Zeugt es eigentlich von viel Vertrauen, was die KMK in ihre Lehrerschaft hat, wenn sie sagt, hey, wir lassen von einem Dritten überprüfen, ob ihr kopiert, digitalisiert und, das ist ja die Frage, die dahinter steht, eigentlich noch viel mehr macht, nämlich im Netz versucht sozusagen dieses Schulbuch, was sich natürlich tröpfchenweise ausdifferenziert hat, wieder sozusagen finanzierbar zu machen. Ich denke, wir haben hier eigentlich drei Probleme, um die wir sozusagen hier, glaube ich, heute Abend kreisen werden. Und der erste Punkt ist in der Tat für mich persönlich das, was Sie angesprochen haben. Ich finde, und das sieht man auch an der ganzen Debatte, dass durch diese Plagiatsoftware, die ja nicht umsonst von vielen Trojaner benannt wird, wenngleich sie sozusagen ja nicht heimlich installiert wird und insofern man sich über diesen Namen streiten kann. Aber damit kommt ja raus, dass sich sozusagen was atmosphärisch verändert. Ja, also das sind sozusagen die Leute in den Schulen, also die Lehrer und Lehrerinnen, sich bespitzelt fühlen. Und ich glaube, das ist also unter einer psychologischen Perspektive eine dramatische Veränderung in dem Schulkontext, wenn man sozusagen den Vertrag verändert und sagt, wir haben nicht einen Vertrag, wo wir uns sozusagen an Regeln halten und auf gegenseitiges Vertrauen, sondern wo wir jetzt anfangen, sozusagen mit einem digitalen Überwachungswerkzeug sozusagen hinterher zu gehen. Man könnte die Schulen genauso gut fragen und sagen, ihr wisst doch, wir haben den Vertrag und wie sieht das aus? Kommt das hin oder kommt das nicht hin? Und ich meine, und der zweite Punkt ist natürlich, dass man da mit Werkzeugen arbeitet, die irgendwie aus dem letzten Jahrhundert sind, wo man sich so vorstellt, man zählt so die Kopien und sagt dann sozusagen so und so viel Kopien und dafür muss man so und so viel an den Verlag abführen, wenngleich natürlich heute die Arbeit im Netz und mit webbasierten Produkten eine völlig andere ist. Und insofern kommen wir dann zum dritten Punkt. Was sind eigentlich die Bildungsmedien der Zukunft? Und da denke ich, kommen wir dann nochmal in einen ganz anderen Komplex rein. Und da wird es dann natürlich da ganz richtig spannend, wie man da nicht nur geistiges Eigentum schützt, sondern vor allen Dingen, wie man Qualität schützt. Also wie man da sozusagen eine Community schafft, die dann gegenseitig sozusagen auch irgendwie Qualität sichert.
André, kannst du uns mal versuchen zu erklären, wie das eigentlich ablaufen wird, wenn an eine Schule jemand kommt und sagt, und ich frage dich deswegen, weil ihr ja vernetzt seid, gerade wenn ihr so ein Projekt habt, wo eine ganze Klasse oder mehrere Klassen mit diesen Geräten ausstaffiert sind, geht es überhaupt? Und wenn es geht, was hat es für Folgewirkungen? Also ganz konkret macht mich das persönlich betroffen, eben wegen unserem Projekt, habe ich ja auch schon geschrieben als These. Ich habe auch in Vorbereitung meiner Reise hier nach Berlin das mal ins Kollegium gestreut und die Kollegen waren auch, ob es jetzt ein Phantom ist, ob es nicht kommt oder nicht gewollt ist, in heller Aufruhr. Sie fanden das komplett unmöglich. Ich will gar nicht wiedergeben, was sie alles geschrieben und gesagt haben. Wieso nicht? Also ich denke mal, so meine Aufgabe jetzt als Lehrer und speziell an unserer Schule, vielleicht leben wir das da auch noch extremer, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal, wir wollen die Schüler zur Mündigkeit erziehen, Demokratie, respektvoller Umgang, ja, mündige Mediennutzung, und das hier ist dann so eine Controlletti-Sache, die dann irgendwie so von oben drüber gestülpt wird und uns so ein bisschen als die Bösen hinstellt. Und die Kollegen, deswegen kommt jetzt auch so die persönliche Betroffenheit, wir versuchen halt ganz verstärkt im Netz zu arbeiten, mit Medien zu arbeiten und haben das so langsam aufgebaut in der Schule, und die Kollegen ziehen jetzt so langsam mit, man merkt das, und dann kommt sowas und dann denken die natürlich gleich wieder, ja, wir haben das ja gleich gesagt, das ist alles mit dem Computer und Netz, das ist böse, gefährlich, da nehmen wir doch lieber wieder das Altbewährte. Das macht mich betroffen, und Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie wissen genau, was an Schulen vorgeht und wie das da läuft. Das glaube ich nicht, dass Sie das wissen. Also sonst hätten Sie so etwas, auch wenn es ein Phantom ist, gar nicht vom Stapel gelassen, weil das ist einfach nur negativ, wie sich das auswirkt. Und ja, da muss man jetzt erstmal zurückrudern, und ein Kollege von mir, der sich auch im Netz darüber ausgelassen hat, hat ja auch geschrieben, ob man das ganz wieder aufbauen kann, was man da kaputt gemacht hat, ist fraglich. Ich finde das schade. Ja, das wäre so das Erste, was mir mal so aus dem Herz gesprudelt ist, und dann müssen wir mal sehen. Ich wollte aber doch nochmal zu dem, ich finde, Herr Michalik, können wir gleich nochmal drüber reden mit dem Vertrauen und was das wirklich auslöst, weil es, glaube ich, sehr unterschiedlich ist, was die Kollegin ist, aber ich wollte es auch nochmal technisch fragen, weil ich finde das, ehrlich gesagt, ich habe bei den Schulbuchverlagen angerufen und habe gesagt, wollt ihr nicht hierher kommen und auf dem Podium vertreten, dass ihr sozusagen jetzt bestimmte Leute, die Schulbuchverlage haben gesagt, wir kommen hier nicht her, weil wir kriegen hier sowieso nur auf die Mütze. Dann habe ich gesagt, aber Entschuldigung, ihr habt doch einen Vertrag geschlossen. Ihr habt einen Vertrag geschlossen, wo ihr könnt doch eure Software vorstellen. Ihr könnt doch sozusagen die Luft rauslassen aus dem Ballon. Wir können die Software noch nicht vorstellen, wir haben die Software noch nicht. Ich finde es echt schwierig, dass wir über den anderen Trojaner reden. Also lassen wir mal den Begriff über die andere Überprüfungssoftware, sozusagen die große, die von irgendwelchen Schlapphüten ins Netz gestellt wird. Und da stellt man jetzt fest, bei den zwei Quellcodes, die rausgefunden sind, die saugen ja wie ein Staubsauger alles Mögliche aus dem Computer raus. Und jetzt kommt also eine KMK, macht eine Vereinbarung und sagt, keine Sorge, keine Sorge, wir holen uns nur sozusagen die Kopien dann oder lassen die Schulbuchverlage nur die Kopien überprüfen. Ist es technisch möglich? Kann man über eine Software reden, die es noch gar nicht gibt? Beruhigt dich das sehr? Also ich bin kein Informatiklehrer, meine Fächer sind ja Musik und Religion, aber so ein bisschen was kann ich mir schon zusammenreimen. Ich denke mal, es kann ja nicht so sein, Guido Brombach hat es ja auch schon angesprochen, dass da dann ein Computer steht und man drückt da auf den Knopf und der Computer scannt dann. Man muss vorher noch anklicken, sind Sie wirklich damit einverstanden? Das würde ja nichts bringen. Also wenn, dann muss das etwas aktiv ausführen, im Hintergrund wie auch immer. Und dann wird das langsam bedenklich, denke ich, und auch nicht kontrollierbar. Und jetzt muss ich nur mal an meine Schüler denken. Also wir arbeiten ja mit den Tablets. Da gibt es Schüler, die programmieren. Wir sind in Klasse 8, die programmieren mir in der Informatikstunde, programmieren die mir eine App. Da kann ich nur neben dran stehen und mit den Augen rollen. Und jetzt bin ich in der Oberstufe Stufenleiter und gebe da die Noten ein in das System, abiturrelevant. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwo ist da so ein Programm, das irgendwas macht, der Schüler hat es gleich rausgefunden und hat es umgeschrieben, und dann so ein Programm scannt vielleicht eine IP-Adresse, dann loggt er sich mittags von zu Hause ein und hat schon den Schnitt von 3,5 auf 1,5
5 angehoben, keine Ahnung. Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur. Also mir macht es ein ungutes Gefühl, aber das sind jetzt vielleicht auch Pauschalurteile. Ich denke aber, gut kann es nicht sein. Vielleicht auch an der Stelle nochmal eine Ergänzung, was ich auch bedenklich finde, ist, dass ja bei der Vertragsschließung und bei der Planung der Datenschutz nicht mit beteiligt war. Der soll sozusagen, wenn ich das richtig sehe, beteiligt werden, wenn die Software da ist. Aber das ist ja, dann liegt ja das Kind möglicherweise im Brunnen, ne? Also insofern wäre es ja viel sinnvoller, wenn man überhaupt auf diese Schiene geht, dass man dann sozusagen genau spezifiziert, was man haben will, und den Datenschutz und die Datenschutzbeauftragten von Anfang an beteiligt, und das ist nicht passiert. Und das finde ich irgendwie sehr beunruhigend. Aber ich glaube, es hat Sie auch ein bisschen beunruhigt, Herr Michalik, deswegen haben Sie ja mit den Schulbuchverlagen jetzt nochmal ein Gespräch geführt. Sie verhandeln ja nach. Sie verbessern den Vertrag, habe ich gehört. Es geht nicht um Nachverhandeln, es geht in der Tat um Aufklärung. Und ich habe es ja versucht schon anzudeuten. Und hier werden die Datenschutzbeauftragten selbstverständlich mit einbezogen, wie es in anderen Verfahren ja auch üblich ist mittlerweile. Und ich möchte auch eins vorbeugen an der Stelle, dass wir hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Hier werden so viele bestimmte Szenarien mit in ein Szenario hineingepackt. Weil es geht ja am Ende nicht darum, jetzt Internet-Contents sozusagen einer Überprüfung oder irgendwas zu unterziehen. Darum geht's doch gar nicht. Weil bleiben wir wirklich mal beim Thema. Also es geht jetzt nicht um die Nutzung neuer Medien und die Einschränkung neuer Medien in den Schulen. Das ist mitnichten irgendwo Ziel dieser Geschichte gewesen. Ich möchte das hier auch an der Stelle gar nicht unnötig verteidigen. Weil an der Stelle geht's in erster Linie darum, ein Gesetz, was verabschiedet wurde, so praktikabel für die Schulen in Abstimmung mit den Schulbuchverlagen in Anwendung zu bringen, dass Unterricht letztendlich so, wie wir es kennen, auch möglich ist. Punkt aus, vorbei. Aber Herr Michalik, für mich ist es leidlich, an der Stelle über etwas zu diskutieren und zu einem Worst-Case-Szenario auszumalen, was an der Stelle... Aber Herr Michalik, schauen Sie, wenn Sie jetzt, ich meine, wir könnten den Quellcode ja jetzt nicht lesen, wenn es jetzt ein Ding gäbe, was da reinkrabbelt. Ich kenne mich damit technisch auch nicht aus. Ich habe es mir erzählen lassen. Aber mir haben alle erzählt, wenn das Ding da drin ist und ihr habt den Quellcode nicht und Sie haben ihn ja offensichtlich nicht, Sie kennen das Ding ja noch gar nicht, dann kann niemand sagen, was der da alles raussaugt. Ich meine, wie wollen Sie denn rausfinden, ob der von André Spang jetzt nur sozusagen die Musik, André Spang ist Musiklehrer, sozusagen die Musiklehrbücher scannt, ob der da, was weiß ich, irgendein Musikstück kopiert hat oder ob er die privaten E-Mails oder das Tagebuch-App daraus staubsaugt. Ich meine, wie können Sie behaupten, das holt nur buchrelevante, urheberrechtlich relevante Sachen daraus und überprüft die, wenn sie noch nicht mal dieses Ding haben? Das ist doch auch naiv, Herr Michalik. Es geht an der Stelle nicht um Naivität, sondern um die Zielsetzung, die in der Vereinbarung drinne steht. Und diese Zielsetzung würde dann, und ich bleibe jetzt hier mal wirklich ganz konjunktivisch, weil nochmal, diese Software gibt's noch nicht. Und das ist ein Wunsch der Verlage gewesen. Deswegen wäre es mal interessant gewesen, wenn die Verlage hier gewesen wären und das hätten erklären können. Das wär, ich muss mich jetzt nicht hier hinsetzen und eine Position der Verlage verteidigen. Was ich verteidige, ist die Position der Kultusminister, für die Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen einen Vertrag abzuschließen, der es möglich macht, im Rahmen des Urheberrechts Kopien aus Schulbüchern anzufertigen. Das hat die Kultusministerkonferenz als vordringliches Ziel getan. Okay, wenn ich Sie richtig verstehe gleich, Guido, Sie werden darauf achten, als Vertreter der Kultusministerkonferenz, dass wenn diese Software dann vorliegt, wenn sie denn vorliegt, werden Sie ganz doll darauf aufpassen, dass die nur eine Wahrnehmung hat für schulbuchrelevante Sachen. Das muss und keine Liebesbriefe aus den E-Mails rausholt und keine Tagebücher scannt und auch nicht sozusagen über das Netzwerk dann zum Beispiel den Schülern ermöglicht, ihre Noten zu verbessern. Das finde ich eigentlich ein wichtiges Punkt. Das muss sichergestellt sein. Das mit den Noten ist Ihnen am wichtigsten, oder? Da könnten wir noch ganz andere Diskussionen führen an der Stelle. Ich hätte auch mal eine Frage, eine ganz kleine technische Frage noch dazu. Wie, heute werden ja sozusagen Medien auch, also die Daten, die man da hat und die Kopien, die man hat, auch benutzt und sozusagen in andere Dateien eingespeist, verfremdet, verändert und so weiter, was ja dann auch sozusagen urheberrechtlich zu bewerten ist. Aber dann ist man sozusagen wieder in ganz anderen Typen von Dateien. Also wie wollen Sie mit so einer Grauzone umgehen? Also an der Stelle muss ich jetzt auch um Verständnis bitten, da bin ich jetzt kein Urheberrechtsspezialist.
wie man an der Stelle mit diesen Fragen umgehen will. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, auch halt und stopp mit der Diskussion, weil wir hier in diese Frage reinkommen, die hier zu Recht diskutiert wird, üben wir jetzt einen Generalverdacht gegenüber unsere Lehrerinnen und Lehrer aus an der Stelle. Ja, aber mich interessiert an der Stelle, ob sie diese Daten mit absaugen. Also ob diese Daten mit abgesaugt werden oder nicht, weil da hängen ja andere Daten mit dran. Das wird man ja im Moment auch schwer sagen können, weil es die Software noch nicht gibt. Und wenn die da ist, dann wird man das beurteilen können, wenn sie überhaupt kommt. Um nochmal das Pferd von der anderen Seite aufzuzäumen, ich finde es beispielsweise relativ interessant, dass in diesem Vertrag sozusagen geregelt ist, wie man mit Digitalisaten, das ist ein ganz tolles Wort, was ich bisher auch noch gar nicht kannte, das ist nahezu neu geschaffen, was fürs Neusprechbloch übrigens, also wie man mit Digitalisaten umgeht und wie man sozusagen diesen Vertrag auch, na wie soll ich sagen, umsetzen wird, also wie man das sozusagen durchsetzen wird, das machen wir bei den Digitalisaten, aber nicht bei den Analogisaten, also sozusagen bei den Kopien. Also bei den Kopien hat man das so geregelt, hat man so eine Art Flatrate gemacht. Wir wissen, dass eine Flatrate nicht eine Flatrate ist und ich kann unbegrenzt surfen, sondern irgendwann wird es halt downgegradet und so ein bisschen ist es ja bei Ihnen im Vertrag auch. Also ich darf halt nur 20 Kopien und 1000 Sonderregelungen. Was ziemlich spannend ist, wie wollen Sie verhindern, dass die Lehrer mehr kopieren, als sie dürfen? Weil also man müsste ja jetzt sozusagen umgekehrt eigentlich sagen, warum regelt der Vertrag das nicht? Warum geht der Vertrag sozusagen an dieser Stelle nicht her? Und ich hätte auch eine Erklärung dafür. Das tut er nämlich deswegen nicht, weil es sozusagen die Art und Weise, wie die Digitalisate, also der Verstoß beim Digitalisieren geprüft werden sollte, wenn man das analog sich vorstellt, führt es sozusagen eigentlich genau zu dieser Überwachungsvorstellung. Man müsste sich nämlich jetzt vorstellen, dass es jemanden gibt, der geht in die Lehrerzimmer und der zählt Kopien nach. Ja? Das will sich natürlich keiner vorstellen und deswegen regelt man das an dieser Stelle relativ elegant, wie ich finde, und auch sehr vorbildlich mit so einer Art Flatrate. Ich würde mir viel eher wünschen, dass man die für die Digitalisate auch einführt, diese Flatrate. Da geht's ja nochmal im dritten Korb dann letztendlich drum bei der Regelung des Urheberrechts, der ja noch aussteht. Und das ist auch ein Punkt, wo dann letztendlich die Länder gerade von der Kultusseite darauf hinwirken werden. Gerade unter dem Gesichtspunkt dieser Diskussion, die wir hier führen, mal zeitgemäße Regelungen dann letztendlich zu finden. Aber tatsächlich ist es so, dass das Urheberrecht natürlich den Rahmen vorgibt, aber dass so ein Vertrag letztendlich das ganze Jahr, wie soll ich sagen, rechtsgültig gießt. Also das ist ja dann letztendlich das, worauf man sich einigt und verständigt und was dann letztendlich auch einklagbar ist. Und ließe sich durchaus, denke ich, vertraglich regeln, dass man mit Digitalisaten anders umgeht, als man das bisher tut. Also auch jenseits des Urheberrechts, ne? So. Also da gibt's ja auch noch, also das ist ja so ein bisschen in der kurzen Zeit, in der ich mich da detailliert auch mit Vorbereitung auf dieser Veranstaltung, zu dieser Veranstaltung mit beschäftigen könnte. Es gibt ja auch noch ein Paragraphen 52a im Urheberrecht, was gerade diese öffentliche Machung, diese Digitalisate letztendlich betrifft. Auch da gibt's wieder einen pauschalierten Gesamtvertrag. Und da gibt's aber auch, glaube ich, soweit ich informiert bin, eine zeitliche Begrenzung des Ganzen, wo man dann auch in der, so wie ich das mitbekommen habe, nochmal drüber reden wird, wie man da perspektivisch umgehen wird mit. Herr Michalik, das ist ja auch nicht nur ein Punkt, was die Schule betrifft. Ja, das ist in der Wissenschaft auch ein sehr, sehr viel diskutiertes Thema. Ja, also deswegen ist da für meine Begriffe doch Handlungsbedarf. Ich würde gerne gleich ein paar Sätze über das Urheberrecht reden, aber vorher wollte ich Sie nochmal fragen, Herr Michalik, weil Sie so ein bisschen unklar waren. Ich habe nämlich eine andere Information. Sie wollten nachverhandeln. Sie wollten, weil die Bundesjustizministerin gesagt hat, dieser Vertrag entspricht nicht unseren juristischen Vorstellungen. Ich meine, das ist ja auch nicht von Pappe, wenn die Bundesjustizministerin sagt, hallo, ihr Kultusminister, was habt ihr denn damit da gemacht? Setzt euch mal hin und verhandelt nach. Dann wollten sie nachverhandeln, aber die andere Seite wollte offensichtlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo Sie die Information her haben. Was kann ich Ihnen nicht verraten, dann müssen Sie Ihren Plagiatsquorum losschicken. Sehen Sie, was stattfinden wird, ist nächste Woche ein Gespräch mit den Lehrerverbänden, mit den Verlagen, soweit ich weiß, auch unter Beteiligung des Bundesjustizministeriums, was diese Vereinbarung nochmal betrifft. Und danach werden wir weitersehen. Nachverhandlungen sind im Moment nicht geplant. Weil Sie sie nicht wollen oder weil die Schulbuchverlage sie nicht wollen? Unter den Prämissen, wie ich sie gerade diskutiert habe, überhaupt gar keine Notwendigkeit zur Nachverhandlung besteht. Es gibt die Software noch nicht.
Damit kann sie noch nicht eingeführt werden. Damit gelten die anderen Regelungen des Vertrages. Mhm. Und dann sehen wir mal nächste Woche weiter. Gut. Guido, jetzt hat natürlich Herr Michalik schon einen wichtigen Punkt, auch mit dem Urheberrecht. Ich meine, was ich jetzt bei deiner Position nicht verstehe, die Schulbuchverlage stellen ja jetzt nicht nur Müll her. Man kann sich jetzt darüber aufregen, dass man das mit dem Kopieren und so und dass das Buch irgendwie so ein bisschen sehr Gutenberg-mäßig ist und so. Aber diese sehr fluide Position, die da in meinem Netz rumgeistert, nämlich zu sagen, naja, das gehört sowieso alles allen. Also ich kenne so ein paar Lehrer, die sehr stolz darauf sind und die sehr viel Zeit da rein verwenden für Schulbuchverlage, wirklich tolle Produkte herzustellen und die jetzt nicht wahnsinnig viel daran verdienen, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ehrlich gesagt, die sind schon auch Träger einer Kultur an der Schule. Und jetzt, ich vereinfache jetzt mal, jetzt kommst du daher und sagst, nee, das muss jetzt alles Open Resources und so weiter sein, ja. Wieso willst du denn diesen Lehrern sozusagen ihre Anerkennung wegnehmen und den Obolus, den sie kriegen, dass sie gute Schulbücher schreiben? Ich glaube, das widerspricht sich gar nicht. Also ich glaube, dass man dass sozusagen die Qualität eines Schulbuchs nicht davon abhängt, unter welcher Lizenz sie steht. Ich bin fest davon überzeugt, der Ansatz ist ja gemacht. Also du sprichst von dieser Flatrate, die habe ich mir ja nicht aus den Fingern gesogen, sondern die habe ich irgendwie diesem Vertrag entnommen, den sie mit den Schulbuchverlagen geschlossen haben. Die sind ja durchaus bereit, Flatrates zu akzeptieren. Diese Kopierflatrate, die in diesem Vertrag festgelegt ist, ich habe das mal hochgerechnet, also sind jetzt zumindest im ersten Jahr, also jetzt in 2011, geht es um 7,4 Millionen Euro, die alle Schulen in Deutschland, letztendlich bringen die Länder das auf und ziehen das von den Schulen ab, den Schulbuchverlagen zukommen lassen und die verteilen das. Da gibt es so einen Schlüssel, das ist aber dann deren Ding, wie die das machen. Entscheidend ist nur, dass dieses Modell auf dem Tisch ist. Und das ist sozusagen ein Modell, was eine Verwertungsmöglichkeit darstellt. Und man könnte deine Frage so verstehen, als wenn ein qualitatives Schulbuch nur dann möglich ist, wenn es Leute gibt, die Geld dafür kriegen. Ne? Und das ist auch überhaupt nicht ausgeschlossen. Sondern nach wie vor ist es so, und da bin ich ein großer Freund von, dass wer sozusagen da seine Leistung einbringt, dafür auch honoriert werden soll. Ne? Und man muss ja auch nicht direkt die Schulbuchverlage abschaffen. Es wäre eben denkbar. Im Moment ist es so, dass die Schulen im Jahr jede einzelne Schule 167 Euro aufbringt und dafür können sie kopieren, 20 Seiten pro Buch. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Damit kann man leben. Also 167 Euro pro Schule, das lässt sich aufbringen. Ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass man das aufstocken würde. Wenn man das aufstocken würde, die Eltern noch irgendwie mitbeteiligt, dann hätte man einen relativ großen Topf. Den könnten die Schulbuchverlage dann für sich verteilen, weil dieser Schulbuchmarkt anders funktioniert als der normale Büchermarkt. Ja? Also es ist eben nicht so, dass das funktioniert wie Bestseller, ja, also ich schreibe ein Buch und das wird dann sozusagen hochgeschrieben und wenn ich Glück habe, ist es bei den Spiegel oder was weiß ich auch für Bestsellerlisten und wird dann sozusagen gut gekauft, sondern es spielen ganz andere Kriterien eine Rolle, damit ein Schulbuch gut ist und benutzt wird von Schulen. Und da geht es mir drum, dass man sozusagen diesen Markt versteht und den sozusagen auch abkoppelt und im Rahmen des jetzt schon bestehenden Urheberrechts, ja, die Möglichkeiten nutzt, die man hat und gleichzeitig irgendwie guckt, dass die Schulbuchverlage damit leben können. Was bedeutet, wenn du sagst, man muss ihn nicht gleich abschaffen? Weil ich meine, das wollen wir doch schon mal sagen, es gibt ja nicht wenige, die sagen, Entschuldigung, das ist ja sowieso eine sterbende Industrie. Die sind am Ende. Und deswegen haben sie diesen Vertrag nochmal versucht zu schließen. Also irgendwie erinnert mich ja diese ganze Diskussion ganz stark daran, als die Lexikas hier, Bertelsmann und wie sie alle hießen, darum kämpften, noch das letzte Strösschen zu gewinnen, bevor sie komplett untergehen, als die Wikipedia aufkam. Ne? Und
So ein bisschen greifen wir jetzt dieser Diskussion vor. Vielleicht wird sie aber auch niemals so kommen, weil es halt wesentlich komplexer ist, ein Lehrmittel zu produzieren als einen Wikipedia-Artikel. Ich glaube, dass das sehr, sehr eng natürlich mit dieser Frage verknüpft ist, wie stellen wir uns in Zukunft Bildung vor? Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr, dass dann alles schön in der digitalen Wolke rumgeistert, sondern dass Wissen, und das ist ja auch die Frage dann der Qualität. Ich habe mich irgendwie da auf dieses Gespräch hier vorbereitet, habe irgendwie mal angeguckt, was VDS, also dieser Verband der Schulbuchverlage, der hat so ein Video bei sich auf der Webseite, da wird so beschrieben, wie so ein Schulbuch eigentlich entsteht. Und sie wollen natürlich damit ganz stark in Wert setzen, wie viel Arbeit das eigentlich ist und wie viel Qualitätskontrollen die über sich ergehen lassen müssen, bis ein Schulbuch eigentlich sozusagen auch wirklich in der Schule eingesetzt werden darf. Ja, das wird ja sozusagen auch nochmal von den Kultusministerien abgesegnet. Ja, das ist natürlich dann auch letztendlich für so einen Schulbuchverlag eine erhebliche Investition, die sie tätigen. Und wenn dann das Schulbuch nicht als Schulbuch zugelassen ist, dann haben die einfach Geld versenkt. Und in diesem Markt ist es halt auch für die Schulbuchverlage wichtig zu wissen, wie sie in Zukunft Geld verdienen können. Und ich glaube einfach, vielleicht wird es in Zukunft nicht mehr so wichtig sein, dass man Schulbücher auf den Markt bringt, sondern es wird viel wichtiger sein, dass man kleine Wissensbausteine auf den Markt wirft, die man dann sozusagen kopieren, weiterverwenden und zu sich zusammenstellen kann. Weil ich sozusagen als Pädagoge doch immer irgendwie gucke, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Und es gibt eben nicht das Schulbuch und es gibt auch nicht irgendwie das Arbeitsblatt, sondern ich muss irgendwie gucken, wie kann ich das so produzieren, dass es für meine Schüler passt. Und das ist ja genau das, was zuhauf in den Schulen passiert und was eben in diesem Vertrag überhaupt vernachlässigt wird. Der allererste Satz in diesem Vertrag lautet, ja, wir wollen Rechtssicherheit schaffen. Wir wollen Rechtssicherheit schaffen und wir wollen uns sozusagen der Praxis der Schulen anpassen. Aber die Praxis der Schulen ist damit sozusagen geleugnet. Die ist nämlich eine andere. Ja? Da wird nämlich kopiert. Und zwar auch digitalisiert. Ne? Und damit wird gerade eben keine Rechtssicherheit geschaffen, sondern eine unglaublich große Unsicherheit für sozusagen den ganzen praktischen Ablauf in der Schule. Frau Dalbert, wenn Guido recht hat, dann sagt er, das geht sowieso gar nicht mehr. Also das ist der falsche Weg. Mein Problem ist sozusagen für die, also wir haben auf der einen Seite die Michaliks, die sagen, wir haben unsere Instrumente und es sind Gesetze und Verordnungen und Verträge und das machen wir und damit erzeugen wir Sicherheit. Auch wenn es das nicht mehr gibt. Und auf der anderen Seite habe ich da ist ein bisschen klischeehaft, habe ich die Gibros und die Tastenspieler sozusagen, bei denen sozusagen wir brauchen sowieso keine Bücher mehr. Wir schreiben uns unsere Lehrinhalte auf eigenen Blogs und tauschen die dann fluide aus. Und da gibt's so ein paar blöde Normalbürger. Wahrscheinlich sind es ungefähr 60 Millionen in der Republik. Die verstehen beide Seiten nicht. Also die mögen die KMK nicht so richtig, weil die immer so steif ist. Und die mögen die nicht, weil sie immer so wahnsinnig flüssig sind. Die kann man irgendwie nicht festhalten. Was ist denn sozusagen wie könnte denn ein praktikables neues Urheberrecht aussehen? Eins, was jetzt die Verlage nicht gleich von der Klippe stürzen lässt, vom Online-Tsunami. Und was aber sozusagen den anderen erstmal noch ein bisschen Zeit gibt, ihre online-basierten Lehrmittel aufzubauen. Ich glaube, das sind zwei Punkte. Also den einen Punkt, den haben wir schon gerade gehört. Ich denke, das ist ganz klar. Natürlich müssen wir das geistige Eigentum, wenn dort was produziert wird, müssen wir das schützen und da müssen auch sozusagen Leute eine Gratifikation von haben. Also ich glaube, das ist sozusagen unstrittig, aber da müssen wir natürlich Wege finden, die dem 21. Jahrhundert angemessen sind und ich glaube, das können nur Flatrates und Dinge in dieser Richtung sein, weil ja sozusagen die Gegenstände, die wir dann im Netz haben, sozusagen auch ein gewisses Eigenleben führen. Ne? Und insofern, wenn wir anfangen, denen hinterherzugehen, das sind eben nicht mehr die Bücher, die ich zählen kann, sondern das sind sozusagen Dateien, die in andere Dateien wieder eingefügt werden und so weiter. Also deswegen hatte ich eben auch diese Zwischenfrage gestellt, weil wenn ich nämlich da mit einer Plagiatsoftware rangehe, dann bin ich am Ende auch in Dateien, die mich nichts angehen, weil sozusagen die Schnittmengen zwischen den Dateien natürlich da ist. Also insofern ist das Leben nicht mehr so einfach. Und wenn man jetzt fragt, wie die Schulbuchverlage überleben können,
könnte ich natürlich jetzt sagen, das ist deren Problem. Aber ich glaube, das ist ganz klar, die Schulbuchverlage müssen sich bewegen und sie verpassen eine riesige Chance im Augenblick, weil sie selber sozusagen mit den Werkzeugen des letzten Jahrhunderts hier agieren, anstatt zu sagen, das ist doch jetzt unsere Chance, sozusagen unser Wissen so darzubieten, dass es sozusagen im digitalisierten Zeitalter sozusagen nutzbar ist, also modularisiert ist, in anderen Formen dargeboten wird, wo wir sozusagen selber die Netzwerke anbieten, auf denen sozusagen man sich andocken kann, sozusagen mit seinen eigenen Produkten, wo wir vielleicht auch sozusagen dabei helfen, bei den eigenen Produkten über sozusagen Peer Reviewing, dass mehrere Lehrer drauf gucken, Qualität zu sichern und so weiter. Das wäre jetzt eine ganz andere Diskussion. Aber ich denke, wenn die Schulbuchverlage überleben wollen, dann sollen sie nicht mit den Rezepten vom letzten Jahrhundert anfangen zu zählen, Produkte, die es sozusagen in der Form in naher Zukunft so nicht mehr geben wird. Aber Sie haben jetzt auch für diese doofen 60 Millionen Bürger, die es einfach mal kurz wissen wollen, haben Sie jetzt auch keine Zwischenplattform, die Sie uns bieten können? Zwischenplattform, nein. Naja, schauen Sie sich mal, das ist ja schon verrückt, die Musikindustrie ist ja auch irgendwie verschwunden. Also ich meine, was heißt, sie ist nicht ganz verschwunden, aber sie hat sich neue Vertriebsformen gesucht. Aber es war ja schon interessant. Ich meine, zwischendurch dachte man schon irgendwie, und vor allen Dingen in Discos, alle haben gedacht, die Welt geht unter, es gibt keine Musik mehr. Wer verkauft mir denn um Himmels Willen jetzt? Ja, sehen Sie, und es gibt heute noch Musik. Ja. Und so, wenn sich sozusagen die Protagonisten im Feld, die Schulbuchverlage oder vielleicht auch neue Protagonisten, die entstehen, bewegen, dann wird es auch weiter sozusagen Bildungsmaterialien produziert werden außerhalb der Lehrerschaft. Also das ist das ja. Die Lehrerschaft selber produziert ja auch Bildungsmedien und es wird auch weiterhin außerhalb der Lehrerschaft Bildungsmedien produziert werden. Aber da muss man sich sozusagen einfach ein Stück weit mehr bewegen, glaube ich, als das heute der Fall ist. Ist es denkbar, André, dass es ein... dass es Teile von Schulbüchern, die gar nicht mehr sozusagen in Schulbüchern gedacht sind, sondern Dateien zu bestimmten Themen, Aufgabenstellungen bei iTunes zu bestellen gibt und man kriegt eine Flatrate bei iTunes und lädt sie sich runter? Naja, ich könnte sein, aber ich denke mal, der Weg wird vielleicht irgendwo ein anderer sein, fände ich vielleicht auch angenehmer. Aber ich denke mal, was Sie angesprochen haben, das weist schon so in die Richtung. Also, und ich denke, da müssen die Verlage auch umdenken. Und jetzt im Rahmen unseres Projektes haben wir das auch schon erfahren. Verlage sind auch schon an uns herangetreten und haben uns Ideen und Modelle vorgestellt, die ich ganz klasse fand. Aber nichtsdestotrotz kommt mir das jetzt so vor, wie Guido Bromlach das auch gesagt hat, da wollen wir doch auf der Basis nochmal unsere Freunde so ein bisschen abstecken, damit wir die Bücher, die jetzt alle noch herausgegeben sind oder werden, dass wir die auf jeden Fall noch irgendwie unterbringen. Wieso, und dann, wieso verrätst du uns nicht so ein Modell, wenn du sagst, es ist ganz sexy? Das Modell kommt erst, das ist genauso ein Phantom wie der Trojaner und dann werden wir es ausprobieren dürfen und das ist wirklich zukunftsweisend und wenn das wirklich dann auch durchgesetzt wird und funktioniert, dann haben wir vielleicht diesen Schritt geschafft. Okay, aber lass uns doch nochmal ganz kurz teilhaben an deinem Unterricht, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, von diesem sozusagen Endverbraucher-Schüler her zu gucken. Ja. Ist ja nicht so, dass du mit einer Partitur, sag ich mal, jetzt reinkommst, die gedruckt ist, ja? Mit Notenschlüsseln, sondern du machst ja einen Musikunterricht und dann komponieren die, inszenieren die über dieses Endgerät ein eigenes Musikstück. Und ich meine, dafür muss sozusagen, da brauche ich ja keinen Herrn Michalik, Entschuldigung, zur Kontrolle, dass das qualitätsgehaltsvoll ist. Das kannst du ja selber machen. Aber wie passiert das sozusagen? Auf welche Ressourcen greifst du zurück? Also bei uns ist es vielleicht sogar ein bisschen verrückt, vielleicht dann auch zu verrückt für diese anderen 60 Millionen. Aber was wir ausprobieren und es funktioniert sehr gut, ist, dass wir es wirklich komplett an die Schüler abgeben. Wir sind also nicht mehr das professionelle Wissen, das da vorne steht, sondern wir geben im Prinzip einen Input, einen Plan und dann geben wir an die Schüler ab. Und die Schüler, das merken wir auch, müssen auch erstmal umdenken, denn sie sind ja auch noch in dieser Welt, Schulbuch und der Lehrer macht die Ansage und schreibt an die Tafel und erklärt mir das und ich schreibe es dann ab und lerne es dann auswendig noch drin. Aber sie denken mittlerweile um, dass
merken wir manchmal ganz stark und schreiben zum Beispiel morgen beim Kollegen auf unserem Schulwiki offen im Netz eine Klassenarbeit und haben auch den Auftrag, sich gegenseitig während der Klassenarbeit Peer Review zu machen, also zu helfen. Konkret, drei Schüler haben den Auftrag, den Beitrag von dem anderen zu lesen und so weiter. Der Lehrer hat das alles vorgegeben. Und am Ende haben sie Wikipedia-Einträge erstellt und die sind alle qualitätsgesichert. Und der Kollege muss es dann einfach nur noch reviewen und sie bekommen ihre Zensur, ganz normal, haben was produziert. Und wir haben zum Beispiel das Klasse 8, die haben damit vor zwei Wochen angefangen. Die haben an einem Tag 500 Einträge erstellt auf der Wikipedia. Das Schulbuch möchte ich erstmal sehen und das Heft, wo ein Schüler in Klasse 8... Kann man das eigentlich von außen aus auch einsehen oder ist das sozusagen offen. Offen? Das ist wirklich, wie gesagt, ein bisschen verrückt. Wie heißt die Schule? Das ist die Kaiserin-Augusta-Schule. Kaiserin-Augusta-Schule. Also wir gucken uns das an. Und morgen findet morgen die Arbeit. Morgen läuft die Klassenarbeit. Herr Michalik, eine Sekunde. Ich muss jetzt ganz kurz, weil nämlich jetzt unsere vielen Zuhörer, Zuschauer und Mitchatter im Netz haben Michael Stonjenko ein paar wichtige Fragen diktiert. Die notieren wir jetzt im Geiste mit und beantworten die dann. Michael. Vielleicht passt einer jetzt ganz gut von den circa 100, die uns hier aus dem Netz zuschauen. Jan Dark. Warum werden Schulbücher nicht von Beamten als amtliche Werke produziert? Dann braucht der Steuerzahler nur einmal für die Urheber zu bezahlen und damit haben wir dann vielleicht einiges an Prozess weniger. Das kam aus dem Netz? Ja. Ich darf hier keine eigenen Fragen stellen. Das zweite, mündiger Schüler. Angenommen, mein Biolehrer scannt Arbeitsheftseiten ein, um sie per Beamer und Magic Whiteboard von den Schülern bearbeiten zu lassen. Warum ist das illegal, wenn er die Scans nicht weitergibt? Weil es im Vertrag steht. Ich nehme es mal vorweg. Ja, es ist so. Es steht da drin. Und das ist genau das. Okay, dann wollte ich noch ergänzen, weil PS steht hier als Antwort bitte keinen Paragraphen. Das ist ja cool. Ja, nee, da müssen Sie jetzt auch. Nein, können wir auch so nicht beantworten. Also. Wie, was? Na, wenn es jetzt darum geht, kein Paragraphen. Aber das ist so in der Tat, die Vereinbarung trifft da ihre Aussagen und fertig. Ja, also das lässt sich nicht weiter darauf beschränken. Und jetzt nochmal zu der ersten Frage, was es betrifft, dass Beamte die Lehrbücher erstellen sollen. Ja, können Sie die nicht sozusagen per Ersatzvorname, per Dienstanweisung, Schulbuchverlage raus, ihr schreibt die jetzt alle selber? Oder die Frage wurde ja auch schon beantwortet von Herrn Brombach. Wenn wir sehen, wie Schulbücher erstellt werden und auch Lehrer sind Beamte in diesem Land, in vielen Bundesländern zumindest, und die sind unmittelbar an der Schulbucherstellung beteiligt. Und nun möchte ich auch nochmal, weil was bei Ihnen passiert, ist ja kein Einzelfall. Das ist ja an Schulen gang und gäbe. Und das entscheidende Stichwort, was hier... An der Kaiserin Augusta ist ja, gang und gäbe? Nein, nicht gang und gäbe, aber es passiert an vielen Schulen. Das ist ja nur keine 50. Ausnahmeschule. Herr Füller, machen Sie unsere Schulen nicht schlechter, als sie sind. Sie wissen, ich machen schreibe, Sie unsere ich Schulen nicht schlechter die Kultusminister, als... Ich weiß, Sie schreiben hoch. Die Kultusminister... Wie viele, genau, das sind, glaube ich, es gibt vier oder fünf solche nein, Projekte in Deutschland. Den entscheidenden Punkt, den Herr Schwanger am Ende gesagt hat, ist ja der, die Lehrer geben vor. Wir müssen ja aufpassen bei dem, was wir diskutieren, dass wir jetzt nicht die komplette Anarchie an den Schulen ausrufen und sagen, wir holen uns unsere Contents alle aus dem Internet und jeder unterrichtet das, was er lustig ist. Das ist ja nicht, nein, haben Sie nicht gesagt. Ich meine, aber der Eindruck wird ja zum Teil überzeugt. Und Schulbücher haben ja auch irgendwo einen Steuerungshintergrund, weil das, und das ist ja das, was manchmal in der Diskussion vernachlässigt wird, Schulbücher werden Lehrplan entsprechend auch hergestellt. Das ist ja das, was die Überprüfung durch die Kultusministerien dann letztendlich ausmacht. Sind diese Schulbücher Lehrplan-Rahmenplan-gerecht und finden die dann in Unterricht dann Anwendung, um das, was die Kultusministerkonferenz in den letzten 10 Jahren doch mit Bravour hervorgebracht hat, die Bildungsstandards, die wir uns setzen, am Ende dann auch erreichen und erfüllen können. Das sollte letztendlich das Ziel sein. Was der Lehrer unterstützend aus dem Netz an Unterrichtsmaterialien, um diese Bildungsstandards zu erfüllen, herausholt, das ist seine didaktische, methodische Aufgabe. Dafür ist er Lehrer geworden, um unterstützend dann dieses Lehrplanziel dann auch erreichen zu können. Und da hat doch kein Mensch was dagegen. Doch. Nein, Entschuldigung, ich rede jetzt hier von Schulbüchern und frei verfügbaren Materialien. Der Lehrer kann doch sein didaktisches Material, was er aus dem Netz sich holt,
unterstützend. Das ist absolut in Ordnung. Zur Anwendung. Ja, aber ja, das, was Sie vorher gesagt haben, da stimme ich sozusagen nicht mit Ihnen überein. Aber das führt die Diskussion jetzt schon deutlich weiter als über diese reine Plagiatssoftware. Es wäre mir aber ganz gelegen, wenn man die Diskussion das mal jetzt vorantreiben. Ich würde gerne mal weg von diesem blöden Vertrag jetzt kommen und über die schöne Zukunft reden. Also dieses Schulbuch sozusagen als Wegweiser durch den Lehrplan, ne? Das ist aus meiner Sicht tatsächlich etwas, was der Art und Weise, wie wir uns heute Wissen aneignen, meines Wissens, also meiner Auffassung überhaupt nicht mehr gerecht wird oder auch meiner Beobachtung überhaupt nicht mehr gerecht wird. Das wiederum, deswegen würde ich hinterfragen, ob das Schulbuch an sich, ja, so wie wir das im Moment kennen, ja, überhaupt dann noch eine Zukunft hat. Es mag viele Lehrer geben, die sind froh darum, dass ihnen dieses Unterrichtsmaterial überhaupt zur Verfügung gestellt wird und sie sozusagen daran angelehnt ihren Unterricht vollziehen können. Aber es gibt natürlich auch eine genauso große Anzahl von Lehrern, die, ob jetzt digital oder nicht, eine sehr eigene Vorstellung davon haben, wie ihre Schüler das Ziel erreichen sollen. Und mir wäre am liebsten, wir würden uns grundsätzlich von diesen ganzen Lernzielen mal verabschieden. Das wäre mir am liebsten. Aber dann haben wir diesen ganzen PISA-Stress nicht mehr und so. Ne? Aber dann hat Herr Füller nichts mehr zum Schreiben. Ja, der sucht sich dann einen anderen Job. Ne? Schreibt dann Schulbücher. Ich schreib Schulbücher. Ja, ich verdiene da ja auch dran wahnsinnig, weil immer wieder Teile aus meinen Büchern in Schulbücher reinkopiert werden und die müssen mir dann schreiben, ob ich das cool finde, dafür kriege ich einen Haufen Geld. Da sitzen wir jetzt wegen Ihnen hier, wegen dir hier. Ja, eigentlich geht's nur um mich. Jetzt aber mal ernsthaft, ich meine, ich glaube nicht, dass das Schulbuch hält. Ich glaube auch, dass die Lehrpläne nicht halten. Herr Michalik, Sie waren damals nicht dabei. Ich hatte ja das Vergnügen, nach diesem ersten PISA-Desaster mit die CDU hat ihre Minister natürlich nicht mitgeschickt, in Schweden zu sitzen. Und dann waren wir in Schweden beim schwedischen Bildungsminister und dann hat er so ganz locker mal eine Broschüre auf den Tisch verteilen lassen an sieben SPD-Kultusminister. So ein dünnes Ding. Und die haben das alle in die Hand genommen, haben da drin rumgeblättert, haben gesagt, was ist das denn? Und dann hat er gesagt, das ist unser Lehrplan, Klasse 0 bis 9, alle Fächer, so dick. Und dann haben die einen Schreck gekriegt, weil sie genau wussten, wenn die anwesenden 7 oder 8 Kultusminister, wenn sie alle ihre Lehrpläne von Klasse 0 bis 9 für alle Fächer aus allen Bundesländern, dann sitzt in dem Raum niemand mehr. Dann ist der bis oben voll mit Lehrplänen. Und die haben damals geschworen, Sie ja auch dann, die Kultusministerkonferenz, wir werden diese Lehrpläne total entrümpeln. Das haben sie nicht so wirklich gemacht. Sie haben nebenher, jetzt haben sie Lehrpläne und Bildungsstandards und Schulbücher. Und es kann ja sein, dass das einfach alles wegfällt. Also dass es nur noch einen sehr dünnen Lehrplan gibt und dass der Lehrer, die Lehrerin, das, was Sie haben ja vorhin gesagt, da haben wir die Lehrpläne zur Sicherung, wir haben dann die Bücher und dann gibt's zusätzlich noch das Material. Und dass das einfach nur noch das zusätzliche Material ist, dass sich der Lehrer zusammenbaut, was er sich an dem bei dem Geschichtsblog von so einem Franzosen, der das ganze Zeug ins Netz stellt, wo man sich wunderbare einzelne sozusagen Lehrunits runterholen kann und die kann man dann auch noch die kann man noch ergänzen und so und dann gibt man vielleicht nebenher vielleicht noch mal so ein altes Mensch, da gab's doch von Klett noch so ein altes Geschichtsbuch, so wird's doch sein, oder, Herr Michalik? Oh, Herr Füller, das ist eine armfüllende Diskussion, die man in diesem Bereich führen kann. Das ist wirklich eine armfüllende Diskussion. Ich erinnere mich da gerne an den jetzigen Präsidenten der Humboldt-Universität und damaligen sachsen-anhaltinischen Kultusminister, Herrn Olberts, der in vielen seiner Veranstaltungen auch immer die Frage gestellt hat, und das ist nämlich die Kernfrage an der Stelle, was ist das grundlegende Wissen, was wir in Schule vermitteln müssen und was ist das Wissen, was methodisch im Prinzip darauf aufsetzt, um dieses Wissen verwenden zu können. Das ist immer die Kernfrage, die er gestellt hat. Nun war ich ja auch 5 Jahre Staatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern, auch unmittelbar dann für diese Fragen verantwortlich. Natürlich bin auch ich mit meinem Minister zusammen 2006 angetreten und haben gesagt, wir wollen die Lehrpläne entrümpeln. Und ich glaube, ich macht jeder Kultusminister. Weil es in der Tat immer die Frage ist, vor diesem Hintergrund, die man sich stellt und wo man dann letztendlich hinkommen muss. Und jetzt muss man dann aber, und das ist aber
ein grundlegender Mentalitätswandel, den wir in diesem Land ja auch erst noch vollziehen müssen, vor dem Hintergrund dieser Frage. Und dann gucken Sie mal rein in die Fachgesellschaften, die diese Lehrpläne entwickeln. Und wer dann von diesen Fachgesellschaften bereit ist, dieses Wissen für verzichtbar zu erklären und dieses Wissen für elementar notwendig zu erklären. Aber das ist doch auch der falsche Zugang. Ja, aber das ist die Realität. Das ist die Realität, wie diese Lehrpläne dann letztendlich entstehen und wie sie aufgestellt werden. Das aber macht können ja, die Fachgesellschaften... Den Lehrplan schreibt ja ein Kultusminister nicht selber. Ja, das wird ja dann in entsprechende Lehrplanausschüsse delegiert. Das ist ja das Verfahren, was zurzeit en vogue ist, wie diese Dinge dann entstehen. Aber da bedarf es eben diesem propagierten Wechsel. Wir müssen das erklären, aber was ist grundständiges Wissen und was ist das Wissen, Frau Dahlberg, das heißt, Herr Michalik sagt, die Schulbücher kann ich nicht abschaffen, weil die Schulbuchverlage mir diesen Vertrag eingedrückt haben. Und er sagt, die Lehrpläne kann ich nicht abschaffen, weil diese blöden Fachgesellschaften einfach sagen, sie wollen ihre ganzen Wissensinhalte da reinstopfen. Und ist das, also... Das heißt, wir behalten es, beides. Nein, ich hoffe wirklich nicht, weil ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, auch wenn wir sozusagen auf die Schulbuchverlage gucken, die kommen ja von zwei Seiten unter den Druck. Ne? Das eine ist sozusagen, wo wir die Diskussion angefangen haben, übers Web kommen die unter Druck. Und das andere ist eben, dass wir ja in einer Phase sind, wo wir die gesamte Lernkultur in den Schulen umsteuern. Also das ist das Stichwort der output-orientierten Steuerung. Also dass wir sagen, was muss ein Schüler, eine Schülerin zu einem bestimmten Zeitpunkt in der 4., in der 9., in der 10. Klasse, bald auch dann in der 12. Klasse an Kompetenzen haben. Und das ist sozusagen das, was erreicht werden soll. Und der Weg dahin, der ist dann sozusagen freier zu gestalten. Also wir kommen weg von sozusagen einer Inputsteuerung, wo das Schulbuch sozusagen der Input war und den ist man quasi durchgegangen. Und dann hat man sozusagen das getan, was man tun musste. Und dann hat man vielleicht auch noch als besonders engagierter Lehrer noch was extra gemacht, hin zu der, dass wir Ziele definieren und dann hat ja das Schulbuch quasi die Funktion einer Wanderkarte. Na, ich habe das Ziel und wenn ich das irgendwie einen netten Wanderweg finde, dann gehe ich mal diesen Wanderweg, aber wenn ich da auch eine tolle andere Route kenne mit einem besseren Panorama, dann nehme ich das. Und das wird sozusagen, glaube ich, ganz dramatisch die ganze Landschaft von Bildungsmedien verändern, weil wir sozusagen uns an den Zielen orientieren müssen. Deswegen ist auch die Frage von meinem hochgeschätzten Kollegen Olberts einfach eine falsche Frage. Es ist nicht die Frage, welches Wissen ist das Wissen, was wir in den Schulen vermitteln müssen, sondern die Frage ist, was müssen die Schüler und Schülerinnen zu bestimmten Zeitpunkten in ihrer Entwicklung in den Schulen können und wie kann ich das erreichen? Frau Dahlberg, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört und ich finde es auch total richtig, was Sie sagen, aber ich bin ab und zu in Elternversammlungen, wo Eltern drin sitzen, die sagen, das kann ich nicht mehr hören. Ich möchte, wenn ihr mir sagt, das Schulbuch. Und an dem Schulbuch hängt ja eine ganze Menge dran, ehrlich gesagt, weil das ist ja noch sozusagen halbwegs sicheres Wissen, auch wenn's so denken die Eltern. Aber wenn ihr sagt, ihr nehmt dem Lehrer und meinem Kind das Schulbuch weg, wo ich ja auch zu Hause relativ easy mit ihm lernen kann, du musst jetzt Seite 10 bis 13 durcharbeiten, das machen ganz viele Eltern. So, wenn ihr das wegnehmt, dann müsst ihr sagen, was tritt an dessen Stelle? Und was mein Problem ist sozusagen, ich habe auf der einen Seite diese 1.0-Galaxie Gutenberg und ich habe beschrieben bei Twitter und so diese lichte Zukunft des fluiden Wissens, wo aus den Clouds die Tröpfchen in mich hineinsegeln und dazwischen habe ich dummerweise ein großes schwarzes Loch. Und ich möchte wissen, wenn meine Söhne zum Beispiel in die Schule gehen und ihr sagt, ich nehme ihnen ich nehme ihnen die Schulbücher weg und ich gebe ihnen die iPads aber noch nicht, was machen denn die dann? Ja. Vor einer Woche oder so kam eine ganz unsägliche Diskussion beim Jauch, da ging es irgendwie um die Bildungsverlierer. Die Diskussion bei Jauch war relativ unspannend. Was sehr, sehr spannend war, war der Twitter-Stream, weil man da sozusagen irgendwie mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekam, wie denkt eigentlich der Rest der Bevölkerung darüber. Und für den Rest der Bevölkerung ist Bildung ganz stark mit Leistung verknüpft. Ja, das ist irgendwie dieses Leistungsding. Das setzt sich sozusagen für die dann auch nahtlos vor. Nur wenn du gute Noten hast, dann kommst du sozusagen weiter und wirst nicht Müllmann. Ja, also auch diese Vorstellung ist immer noch drin. Und dann haben sie so ein Mädchen eingeladen, das hat Faust auswendig gelernt. Okay, das kann die toll, ne? Aber das ist so ein bisschen diese Schulbuchdenke. Ja, also sozusagen Wissen
ist etwas, was wir uns massenhaft aneignen müssen. Und Schulbücher sind dafür total gut geeignet, weil da steht genau drin, was du lernen musst. Ja, so. Und für so ein Sie gerade das beschrieben haben, wie Schule auch aussehen könnte, ist da ganz wenig Platz für Leistung. Und da ist ganz viel Platz für Begabung. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie so Hochbegabungszeug, sondern damit meine ich, dass jemand, der nicht gut rechnen kann, warum muss der sich diesen ganzen Geometriekrampf antun? Ja, also bis zu einem gewissen Grad bestimmt. Aber warum setzt man den sozusagen diesen ganzen Inhalten aus? Warum kann er nicht das machen, was er gut kann? Ja, weil es eben nicht darum, weil es um Begabung geht und weil es nicht um Leistung geht. Ja. Und das Schulbuch sorgt dafür, dieses alte Paradigma in der Schule, das wir schon aus der Industrialisierung kennen, wir müssen alle alles zur gleichen Zeit gleich gut können. Damit wir sozusagen alle an die Werkbank können danach. Es gab sozusagen sehr viele gleiche Berufe. Aber das ist heute nicht mehr so. Die Kids wissen einfach nicht, was sie danach erwartet. Und die Schule und die Art und Weise, wie wir ihnen Wissen vermitteln, nämlich mit Hilfe von Schulbüchern, sorgt offensichtlich eben gar nicht dafür, dass es adäquat beigebracht wird. Und aber Guido, das ist eine sehr schöne Beschreibung und es kommt nah an das hin, was ich gesagt habe. Das ist sehr eloquent beschrieben, wie das sein wird. Aber es beantwortet nicht die Frage in einer Elternversammlung. Und ich war gestern bei so einer Elternversammlung, wo die Leute wissen, mein Sohn ist in der Schule, wo ein Lernbüro ist, da kann er sich aussuchen, ob er Mathe am Montag oder am Freitag macht. Aber er muss Mathe machen. Das möchte ich bitte auch haben. Ich möchte, dass er einen Dreisatz können. Ich möchte das einfach. Auch wenn er den nicht gerne lernt, ich will es einfach. Mir ist es egal, wenn er ihn am Freitag macht, aber ich möchte, dass er ihn macht. Und Du kannst jetzt nicht sagen zu mir, doch, der muss ihn gar nicht mehr machen. Der kann irgendwie mit Herrn Michalik Goethe lesen. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass er das kann. Du bist auch einer von diesen Eltern. Ja, dummerweise bin ich auch. Die wollen das alle. Es wird ja sofort wieder verlernt. Ja? Also jemandem den Dreisatz reinzuprügeln, das wird ja wahrscheinlich oder sie irgendwann können, aber nur so lange, wie es von ihm oder ihr erwartet wird. Es geht nicht um reinprügeln. Es geht auch nicht um den Dreisatz, der wird wahrscheinlich sogar noch erforderlich sein, aber vielleicht geht es um, die Flächenberechnung von Dreiecken, keine Ahnung. Ganz kurz, es klingt ja alles gut, aber das ist der Punkt, den Herr Füller zitiert. Brauchen wir doch nicht ein gewisses Maß an Grundbildung? Das ist die zentrale Frage. Ich dachte, wir brauchen Kompetenz. Woraus ergeben sich denn Kompetenzen? Das sind, wenn ich nichts weiß. Das sind die Mindeststandards, die die Kultusminister nicht verabschiedet haben, sondern sie haben ja so mittlere Standards, glaube ich. Aber natürlich, und das ist der Punkt, Guido. Wenn, ich will mal sagen, das finde ich eine spannende Debatte. Man kann heute sozusagen genau vorhersagen über eine, wenn du mit den PISA-Forschern redest, ich muss gar nichts wissen, ich muss nur fragen, wie viele Bücher habt ihr zu Hause stehen bei eurem Vater, bei eurer Mutter? Und dann können die sagen, wie das Kind abschneidet. Wenn du jetzt sagst, das Buch verschwindet, heißt es dann, dass es illiterat wird? Ich habe nämlich so ein bisschen das Problem, dass wir auf eine wahnsinnige Spaltung der Schülerschaft hinausgehen, wenn es so unsicher ist, was eigentlich Leitmedium ist. So beliebig. Oder so tröpfchenhaft, keine Ahnung. Aber ich glaube, die Diskussion geht jetzt ein bisschen fehl. Da möchte ich jetzt auch mal sozusagen eine Lanze für die KMK brechen. Ich finde das einen ausgesprochenen Fortschritt, dass wir sozusagen Bildungsstandards haben, dass wir eine Vereinbarung haben über Kompetenzen, weil dieselben Eltern, die Sie jetzt beschreiben und sagen, was mache ich denn jetzt und welches Buch soll ich denn mit den Kindern lesen und nehmt mir das nicht weg oder so und das ist ja alles Mist hier, was ihr macht oder so, das sind dieselben Eltern, die dann sagen,
ja, aber Mist, wenn ich umziehe, dann möchte ich aber sozusagen, dass die Kinder sozusagen nahtlos in einem anderen Bundesland auch in die Schule gehen können. Und der einzigste Weg, den wir da haben, sind eben die Bildungsstandards, die Vereinbarungen sozusagen, die da getroffen werden. Und das ist ja nicht beliebig, sondern es ist ein anderer Zugang, ein Zugang dazu, was Kinder können sollen. Und dann ist es eben egal, ob sie die Minna von Barnhelm lesen oder einen Text aus dem Netz lesen, aber sie sozusagen müssen bestimmte Kompetenzen erwerben. Also das ist fernab von Beliebigkeit. Ich glaube, dass diese Debatte über das Schulbuch jetzt aus der Elternperspektive, nicht aus dem Schulbuchverlagperspektive, das ist eine ganz andere Sache, aus der Elternperspektive, das ist die verzweifelte Suche nach Sicherheit in einer unsicheren Umwelt. Aber ja, das Schulbuch kann es ihnen nicht geben. Also das ist das falsche Instrument. Frau Dalbert, dafür. Das kann ja auch wirklich, da gebe ich Ihnen ja recht, und ich würde jetzt auch nicht so weit geben, wenn Sie den Eltern ein Substitut geben, was ihnen ein bisschen Sicherheit gibt, dann machen die da mit. Die halten nicht alle Eisern am Schulbuch fest, das will ich nicht sagen. Ich finde es nur nicht besonders verantwortlich zu sagen, es gab mal ein altes Leitmedium und es gibt ein neues, ich kann das neue aber nicht beschreiben. Und sagen, aber schmeiß das alte weg, das finde ich nicht. Wer sagt denn, dass man das nicht beschreiben kann? Warum kann man Eltern... Beschreiben Sie es doch bitte. Ja, also jeder Lehrer kann den Eltern im Elternabend beschreiben, was im Augenblick die Kinder in der Schule durchnehmen und was sie dort lernen müssen und was sie dort machen. Aber es ist eben nicht, dass er sagt, und jetzt haben wir hier das Schulbuch und das ist sozusagen, und da steht... Zu sehen. Wir können es jetzt auch nicht definieren. Ich würde jetzt gerne mal wahnsinnig partizipieren. Was? Ja, ich will jetzt nicht aufhören, keine Sorge, ich gehe jetzt nicht nach Hause. Ich will jetzt wahnsinnig partizipativ, Sie kollaborativ sein. Sie machen jetzt mit. Sie können ja auch jetzt einfach ihre Fragen mal fragen oder mitdiskutieren, ist mir egal. Weil wir haben ungefähr noch 20 Minuten, 25, und die würde ich gerne schon öffnen, weil wir haben jetzt noch nicht alles perfekt beantwortet, außer dass die KMK jetzt gelobt worden ist. Das ist ja auch mal was. Wollten Sie nur stänkern oder wollten Sie was sagen? Nein, ich habe mich nur gewundert über Ihre Aussage, dass Sie haben es gar nicht beschrieben und gehen Sie weiter. Irgendwie kam mir das ein bisschen als Moderationsaufgabe ein bisschen komisch vor, dass Sie die Aussagen von Frau Dalbert so übergangen haben. Sie haben mir das nicht erklärt und gehen wir weiter. Das ist so, dass ich darauf beharre. Ich frage nachher nochmal nach. Ja, ich möchte nochmal auf den Ausgangspunkt zurückkommen, Digitalisate. Und mein Stichwort ist hier die UN-Behindertenrechtskonvention. Wir haben vorhin gehört, die Anforderungen, die an Schulen gestellt werden, denen muss sich Schule stellen. Und wir reden hier von inklusiver Schule. Mein Beispiel, was ich geben möchte, ist die Unterrichtung blinder und sehbehinderter Kinder. Die brauchen ihre Schulbücher oder Unterrichtsmaterialien, nennen wir sie mal lieber, zum Beispiel in Punktschrift. Und um diese Punktschrift herzustellen, muss ich erstmal ein Digitalisat erstellen, mit dem ich nämlich den Punktschriftdrucker steuern kann. So, und nun kann ich natürlich hergehen und das Schulbuch abschreiben. Das macht heute natürlich niemand mehr, wenn wir im Zeitalter der Technik leben. Was ich haben möchte, ist die Datei des Buches vom Verlag direkt. Und das ist unheimlich mühsam und unheimlich aufwendig zum Teil. Zum Teil geht es auch auf sehr kurzen Wegen, aber das ist leider nicht generalisiert. Das müsste aber dringend passieren, denn der Unterricht in einer inklusiven Schule, der wird sehr kurzfristig geplant. Das Buch kommt auf den Tisch und 2-3 Tage später muss der blinde Schüler das erste Kapitel zum Beispiel haben. Da kann ich nicht lange erst irgendjemanden an einer zentralen Stelle fragen, so wie es jetzt geregelt ist mit dem VDS, der dann dafür sorgt, dass der Verlag ihm das Buch oder die Datei zukommen lässt und dann wieder auf dem Weg zurück in die Schule. Das dauert manchmal Wochen, da ist der Unterricht längst gelaufen. Wichtig ist eine barrierefreie digitale Datei, die dann auch schnell vom Schüler im Zweifel sogar am PC ausgelesen werden kann in Sprachausgabe, oder dass eine Word-Datei erstellt werden kann, mit der dann der Punktschriftdrucker gestartet werden kann. Das muss im heutigen Zeitalter möglich sein und auch dafür muss es sogenannte Flatrates geben. Wie gesagt, es kommt auf die Schnelligkeit an. Natürlich kann man ein Buch problemlos scannen, das kostet aber auch ein paar Stunden am Scanner, aber dann habe ich zumindest schon mal die Texterfassung und kann damit weiterarbeiten. Das Schulbuch wird sowieso völlig anders gestaltet sein, denn die grafischen Aufbereitungen, die jetzt stattfinden, müssen wieder zurückgeführt werden auf reine Textdateien.
bildliche Darstellung für Gruppenarbeiten und Ähnliches muss verbalisiert werden, Bilder müssen verbalisiert werden. Wo taucht heute noch das Wort Aufgabe in einem Schulbuch auf? Das sind irgendwelche Ziffern. Wenn ich die scanne, dann steht die nackte Ziffer da, dann kann sich kein blinder Schüler orientieren. Ist das jetzt im Physikbuch eine Übung, ein Versuch oder eine Aufgabe? Also das muss alles noch nachbereitet werden. Es steckt auch noch mal sehr viel Arbeit in dieser Lehrmittelaufbereitung. Und die Schulbuchverlage könnten mit ihrer Vorarbeit, die sie ja auch schon digital machen, uns da unterstützen, dass das schneller geht. Und darum möchte ich Sie insbesondere, Herr Michalik, bitten, dass Sie da auf der KMK-Ebene dafür sorgen. Ja, weil, wie gesagt, es findet immer wieder statt, dass die Lehrmittelaufbereitung einfach zu lange dauert und der Schüler dann nicht adäquat inklusiv am Unterrichtsgeschehen teilnehmen kann, weil die Sachen noch nicht vorliegen. Und dafür müssen wir jetzt in Zukunft immer mehr sorgen. Ja, Herr Michalik muss die Schulbuchverlage antreiben. Vielen Dank für die Frage. Ich finde es ganz gut, wenn wir mehrere Fragen, falls mehrere da sind, sammeln. Ja, ich würde nochmal auf die Frage kommen, wieso eigentlich Schulbuchverlage eine solche Machtstellung haben, quasi der KMK die Verträge zu diktieren, weil es ja schon, wie gesagt, ich bin da ein bisschen später gekommen, ist ja schon eher ein unübliches Verfahren ist, bevor es überhaupt die technischen Möglichkeiten gibt, nämlich ein entsprechendes Such- und Filterprogramm ist quasi schon von vornherein in einem Vertrag als Vorgabe beziehungsweise als Weg, den man den Verlagen anbietet, festzuhalten. Und dahingehend dann weiter die Frage, wo wir eigentlich hinwollen, jetzt mal losgelöst von den bildungspolitischen Zielen, ist ja eigentlich die Inhalte so frei wie möglich zu halten, um sie halt natürlich auch für unterschiedliche Formen von Nutzung und Aufbereitung zu haben. Und wir natürlich in Deutschland weiterhin die Situation haben, dass zum Beispiel Open Educational Resources eigentlich noch überhaupt nicht vorhanden sind. Jetzt mal im Vergleich zur amerikanischen Diskussion, wo die staatlichen Stellen im Jahr 2008, 2009 fast 1 Milliarde an Fördergeldern für entsprechende Projekte sowohl im Bereich von Schulen, aber auch im Bereich von Hochschulen ausgegeben hat, findet man bei uns eigentlich noch überhaupt gar keine Vorbildprojekte. Und dahin eigentlich auch die Frage, wenn man solche Angebote hat, sprechen wir nicht mehr über Schutz, sondern da sprechen wir dann viel stärker über Vielfalt, Fortentwicklung, was, glaube ich, zielführender ist für unsere verändernde Bildungslandschaft, und es würde mich einfach interessieren, wo wir da eigentlich heutzutage stehen, beziehungsweise wieso sich die KMK an einem solchen Punkt eigentlich noch nicht vorgewagt hat. Vielen Dank. Gute Frage nach den Resources zu den offenen. Und da hinten ist jetzt noch jemand. Zwei sogar. Fragen noch. Ich kann daran direkt anknüpfen. Jan Engelmann von Wikimedia Deutschland. Der Guido Brombach hat vorhin im Nebensatz erwähnt, die Lizenz eines Buches oder einer Textsammlung sagt nichts über die Qualität aus. Unstrittig. Trotzdem wäre es eben in dem eben beschriebenen Sinne mal interessant zu sehen, wie ein Schulbuch unter freier Lizenz sozusagen angeeignet werden kann, angereichert werden kann, kollaborativ bearbeitet werden kann, bewertet werden kann. Also was für eine Dynamik das auslöst. Und wir suchen eigentlich seit längerem schon nach einem Verlag, der sich in dieses Abenteuer stürzt. Und so viel kann ich verraten, Klett wird es nicht sein. Wir müssen im März wiederkommen, wenn wir die Folgeveranstaltung machen. Aber ich habe es aufgeschrieben. Soll ja. Ich noch? Ja. Ich wollte mich der Frage von Malte Spitz anschließen, wie ist es eigentlich zu diesem Vertrag gekommen? Wenn ich das richtig beobachtet habe, dann war es ja so, dass eigentlich bis 2008 das Kopieren aus Schulbüchern in Deutschland ganz erlaubt war und die Schulen konnten das machen und es ist trotzdem von den Ländern gezahlt worden an die Verwertungsgesellschaften, dann ist es irgendwie verteilt worden. Dann haben die Schulbuchverlage sich meines Wissens beschwert und haben gesagt, es wird ja immer mehr mit dem Kopieren und dann kursiert es auch noch im Internet
und so weiter. Das darf jetzt nicht mehr sein. Und daraufhin hat die Bundespolitik in ihrer Weisheit beschlossen, dass Kopieren aus Schulbüchern zumindest jetzt fortan verboten wird mit dem sogenannten zweiten Korb. Das haben sie in alle Paragraphen, die dafür ausschlaggebend sind, hineingeschrieben. Diese Ausnahme explizit für Schulbuchverlage. Daraufhin waren dann ja die Kultusminister im Grunde genommen gezwungen, mit den Verlagen eine privatwirtschaftliche Vereinbarung zu treffen, weil die dann natürlich gesagt haben, guckt mal Freunde, es ist verboten, wenn ihr überhaupt noch kopieren wollt, dann müsst ihr unterschreiben, was wir euch hier vorlegen. Und haben sie das vielleicht ein bisschen freundlicher formuliert, aber ich frage mich, ob das nicht ein bisschen eine Vereinbarung zu Lasten Dritter ist, die Bundespolitik da schließt. Und ich würde Sie, Herr Michalik, fragen, ob Sie das auch so sehen, und ich würde vielleicht auch Frau Deibert fragen, ob Sie als Politikerin das auch so sehen. Gut, jetzt finde ich natürlich, gut, ich will es nicht bewerten, aber vielleicht kriegen wir das hin, dass man diese Schulbuchverlag, diesen Vertrag, dass wir den noch relativ schnell wegkriegen, Herr Michalik, wenn Sie das vielleicht mit ein, zwei Paragraphen zur Erklärung, weil das hatten wir ja eigentlich schon so ein bisschen. Was ich spannend finde, ist die Frage von der Dame. Das heißt ja sozusagen, wenn wir jetzt in die Inklusion kommen, und eigentlich müssen wir die ganzen Schulen inklusiv machen, aber es ist nicht nur eigentlich so, wir stehen ja davor. Aber ich meine, könnte man nicht auch sozusagen ein Lehrmittel für jemand, der blind ist, mit dieser Brailleschrift? Da muss doch kein Schulbuch sein. Man könnte doch andere Materialien auch. Ja. Ja. Okay. Alles klar. Okay, ich will die Frage nicht mehr, das ist, finde ich, eine wichtige Frage, und dann hatten wir noch das auch sozusagen, wie kann man bei Wikimedia, wenn man da jetzt Schulbücher sozusagen auflegen würde, sage ich mal, offen gestaltet, wie kriegt man die lizenziert, sehe ich richtig, oder wie macht man einen Stempel drauf? Sollen wir der Linken... Entschuldigung, ja? die Frage, die der junge Mann da ganz hinten gestellt hat... Die Machtfrage. Die ist keine Machtfrage, sondern warum wird in diesem Vertrag, den Sie mit den Schulbuchverlagen schließen mussten, ja, nur geregelt, wie sozusagen Sie sich mit den Schulbüchern, mit den Schulbuchverlagen einigen wollen, aber warum geht die Kultusministerkonferenz nicht ganz offen damit um und sagt... wir sollten eigentlich gucken, dass wir abgesehen von diesem Vertrag sozusagen relativ schnell, ja, wenn wir uns dazu gezwungen fühlen, relativ schnell gucken, dass wir ein Programm auflegen, mit dem es Lehrern möglich ist, sozusagen offen, wie auch immer, dann lizenziert, aber erstmal unter Open Educational Resources, sozusagen unter diesem Mantel, selbst sozusagen an die Front geht und anfängt, Schulbücher zu produzieren, ja. Also das fände ich, also sozusagen als Alternative, ja, also wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt, dass man dem sozusagen entweicht. Und das ist die Frage, warum ist die Kultusministerkonferenz da doch nicht drauf gekommen? Dieser Vertrag oder diese Vereinbarung haben wir geschlossen vor einem ganz konkreten Hintergrund der Rechtsetzung. Ja. Punkt. Ja, wir führen ja jetzt Ende des Jahres 2011 eine Diskussion, die woanders schon vielleicht früher diskutiert konzeptioniert wurde, alles ganz richtig, aber hinterher ist man immer schlauer. Ja? Und jetzt geht es einfach darum zu sagen, wie machen wir in Zukunft mit diesen Inhalten weiter? Ich kann das jetzt nicht mal rückgängig machen. Nein, aber ja, ich meine, das ist doch eine gute Frage, Michael. Wenn Sie die nächste Woche treffen, Sie haben es ja vorhin gesagt, ich habe den Lehrplan, ich habe das Schulbuch, und dann habe ich diese freien Wissensmaterialien, nenne ich die mal. Ja. Da können Sie doch sagen, also wisst ihr was, Herr Bär und Herr Klett und Herr Cornelsen, wie Sie alle heißen, wir sind jetzt durch diese Debatte schlauer geworden, und wir haben das Gefühl, wir müssen uns auf die Zeit nach euch auch vorbereiten. Und ja, deswegen richtig. Ja, ich meine, eigentlich, Sie sind verantwortlich dafür. Nochmal die Frage gestellt, glauben wir wirklich, dass die Schulbuchverlage nicht an diesen Fragen arbeiten? Ja. Nein, das glaube ich. Ich weiß nicht, ob die getrickst haben. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Nein. Die haben gesagt, wir haben die Software nicht. Dann habe ich gesagt, dann setzt euch doch bitte auf das Podium hierher. Ich weiß ja, dass ihr, das ist, also Cornelis hat eine ganze eigene Abteilung. Und habe gesagt, dann zeigt uns doch, wenn ihr jedenfalls eure Daseinsberechtigung erklären wollt, dann sagt doch dem, was ihr für tolle Online-Angebote habt, was für tolle Web. Da haben die gesagt, Herr Füller, im März nächsten Jahres. Vorher nicht.
Ich habe mal noch eine Frage. Brennt mir jetzt ein bisschen unter den Nägeln. Ich bin morgen wieder in der Schule. Was soll ich eigentlich meinen Kollegen jetzt sagen? Überlege ich mir die ganze Zeit. Gibt es die Software dann jetzt nächstes Jahr? Gibt sie sie nicht? Oder irgendwie schwimme ich da jetzt komplett? Und das werden die Schulbuchverlage fragen, weil die Schulbuchverlage von sich aus diese Software entwickeln wollen, nicht die Kultusminister. Da ist doch jemand da, auch von den Schulbuchverlagen. Da sind noch zwei Emissäre mindestens hierher entsandt worden. Ich will das nochmal verschärfen. Ich glaube einfach Ihnen nicht, dass Sie sich sozusagen von den Schulbuchverlagen so unter Druck gesetzt fühlen. Ich glaube vielmehr, dass es so ist, dass Sie eigentlich mit denen ganz gut können. Und eigentlich mit denen auch so ein Gentleman Agreement gemacht haben. Ich habe in Vorbereitung auf diese Veranstaltung etwas gefunden, das kann man im Internet ausdrucken. Also aus dem Internet kann man sich das angucken. Das sind Flyer, die sie zum Download anbieten in Kooperation mit den mit dem VDS, also diesem Verband der Schulbuchverlage. Und das ist überschrieben mit das neue Fotokopieren in Schulen. Wenn ich das für Präsentationen gebrauchen dürfte, was ich leider nicht darf, das wäre, glaube ich, ein großartiger Running Gag, aber sich zu so einer Formulierung hinreißen zu lassen, ja, macht schon also wahrscheinlich stehen Sie hier nicht so als gezwungenermaßen darunter, sondern dahinter verbirgt sich jetzt sozusagen die Aufklärung nach 2008, also wie viel darf ich kopieren und so weiter. Und das hat diesen schönen Titel: das neue Fotokopieren in Schulen. Also das ist schon, wie soll ich sagen, das ist schon anmaßend, weil es sozusagen impliziert, dass es das alte Fotokopieren gab. Ja? Und dass es jetzt eine ganz neue Art und Weise gibt, wie fotokopiert wird. Das hat sich aber nichts am Fotokopieren geändert, sondern es hat sich letztendlich nur etwas daran geändert, wie viel ich kopieren darf. Und das ist jetzt einfach irgendwie nett gemacht. Und das ist sozusagen eigentlich nur so ein winziger kleiner Hinweis für mich darauf, dass irgendwie dieser Vertrag letztendlich unter beiderseitiger Zustimmung getroffen wurde. Und so, ja, aber es klang die ganze Zeit über in der Diskussion schon eher so nach, das ist halt irgendwie das Gesetz gewesen und das konnten die halt machen und dann haben sie uns halt unter Druck gesetzt und haben sie an den Tisch gesetzt und darauf hat man sich verständigt, ja. Ich glaube, wenn man das so argumentiert, dann ist es durchaus berechtigt, danach zu fragen, was ist mit offenen Bildungsmaterialien? Wo ist das Geld dafür? Frau Dalbert, Herr Spang, wo ist das Geld für offene Bildungsmaterialien? Wenn Herr Michalik, ist ja auch unfair, der ist ja erst seit 3 Monaten oder 4 im Job, dann kriegt das jetzt alles ab. Zwei. Das wurde alles beschlossen, bevor er überhaupt auf diesen goldenen Thron gestiegen ist. Was könnten denn, wo könnte das Geld herkommen? Wie könnte man das machen? Wir können ja einfach Herrn Michalik ein kleines Briefchen mit Empfehlungen mitgeben und sagen, wie er Open Educational Resources dann auch lizenzieren könnte in seiner goldenen Runde. Ja gut, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen, aber das eine ist natürlich klar, wenn Sie sich öffentliche Haushalte angucken, die sind endlich und Sie haben einen Topf für Bildungsmaterialien und je mehr Sie sozusagen in einen Schlund hineinfüttern, desto weniger bleibt anders übrig für andere Dinge. Deswegen ist die Frage natürlich ganz berechtigt, wo kommt jetzt das Geld her für andere Bildungsmaterialien? Und das muss man sehen, das ist eine klare Konkurrenzsituation. Da schließt sich auch der Kreis der Argumentation, weil wir ja am Anfang des Abends auch gesagt haben, dass natürlich man auch sehen muss, dass die Schulbuchverlage durch die Entwicklung im Web und durch die Entwicklung neuer Lernkulturen eben natürlich unter Zugzwang geraten. Und insofern ist das natürlich schon auch ein Stück Verteilungskampf, das ist doch völlig klar. Ich meine, ich traue mich jetzt gar nicht mehr nachzufassen. Tun Sie ruhig. Ja, Sie sind ja auch Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Sie sind ja auch Politikerin. Und wenn wir jetzt sagen, der Michalik und seine gemeine, blöde KMK, die machen das alles falsch. Und dann frage ich Sie als Politikerin, dann sagen Sie mir die Alternative. Da können Sie doch nicht einfach sagen, ist halt mal knappe Haushalte und so. Also ich meine, wir müssen doch den Menschen auch Hoffnung geben.
Sie müssen auch sagen, wir die Grünen haben in der Schublade, also total geil, wir haben jetzt eine Vereinbarung mit Wikimedia und hier Herrn Labichs neuer Blog da, der jetzt ganz viele Lehrer versammelt. Und das wäre natürlich schön, wenn wir in der Regierung wären. Dann könnte ich Ihnen da natürlich mehr sozusagen über unsere Pläne im Kultusministerium erzählen, wie wir das sozusagen für Sachsen-Anhalt gestalten wollen. Das Sie sind wie Herr Michalik, wenn der Vertrag da ist, kann ich Ihnen sagen, was drinsteht. Nein. Das ist jetzt sozusagen ein nicht sachgerechter Einwurf, sondern ist in der Tat so. Und deswegen ist das ja auch wichtig, dass wir hier heute zusammensitzen. Ich denke, wir müssen an diesen neuen Formen, über die wir sozusagen hier jetzt gesprochen haben, an denen müssen wir sozusagen arbeiten und die müssen wir nach vorne bringen. Und das ist einerseits eine Frage des Geldes, aber das ist andererseits auch eine Frage sozusagen tatsächlich die Ideen dafür zu generieren, um die Akteure an den Tisch zu bringen, die sozusagen mehr machen als sozusagen die Lehrer, die sozusagen ihre eigenen Lernmaterialien zu produzieren. Wir haben ja jetzt eben gehört, da geht es auch um Vernetzung, da geht es um Qualitätskontrolle und ich denke, das müssen wir weiterentwickeln und da kann ich Ihnen nur sagen, wir haben das noch nicht in der Tasche sozusagen jetzt in der Politik. Ja. Darf ich eins dazu noch addieren? Und die Akzeptanz der Füllers dieser Welt zu erreichen als Eltern? Das kommt ja noch dazu. Also Herr Füller diskutiert ja so ein bisschen manchmal so diametral jetzt. Auf der einen Seite ist er Vater und sagt, ich brauche das Schulbuch und mein Sohn soll das und das lernen. Und auf der anderen Seite fordert er die Alternativen dazu schon ein, die er gar nicht akzeptiert. Also das ist dann manchmal auch schwierig. Ich will sie vor allen Dingen verstehen. Akzeptieren tue ich dann schon. Wir machen doch keine Schulbücher für die Eltern, damit die sich sozusagen gut fühlen, sondern... Ja. Wir müssen doch irgendwie überlegen, also ganz ehrlich, von meiner Schulzeit ist relativ wenig übergeblieben. Und lag jetzt nicht unbedingt an den Schulbüchern, sondern es lag an der Art und Weise, wie damit Wissen umgegangen wurde. Ich weiß auch nicht, ob die Eltern sich jetzt wirklich so gut fühlen mit den Schulbüchern. Also ich selber habe auch Kinder und ich bin eigentlich froh, wenn möglichst wenig Schulbücher im Ranzen sind. Mittlerweile geht das. Also ich glaube, wenn da eine Alternative ist, dann fühlen sich die Eltern da auch wohl, wenn wir das vertreten und sagen, das ist das jetzt, wir machen das und das wird gut klappen. Ihr könnt ruhig erzählen, an den Eltern kommt ihr nicht vorbei, das werdet ihr schon sehen. Da sind noch zwei Fragen, das sind die Abschlussfragen, dann müssen wir nämlich langsam die Taxis besteigen. Hier jedenfalls die Herren aus Nordrhein-Westfalen, die wieder zurück mit dem DB-App wieder zurückfliegen. Bitte. Ja, hallo, mein Name ist Oberländer. Ich habe einige Jahre geforscht auf der forschenden didaktischen Seite, wie man denn mit diesen verstreuten Tropfen von Wissen umgeht, wie man Kontexte herstellen kann. Und das ist jetzt die gute Seite. Es gibt da sehr wohl mögliche Möglichkeiten. Ich komme also eher von der Software-Seite. Es gibt also Software, die von ganz anderen Menschen eingesetzt wird, die also Kontexte herstellen kann. Und dann komme ich jetzt auch gleich zu der schlechten Seite. Diese Software ist genau die, die man sofort, also nicht erst im nächsten Jahr, einsetzen könnte, um so eine Scan-Software einfach herzustellen. Das heißt, die muss nicht erst in Laboratorien entwickelt werden, sondern die kann man kaufen. Da gibt es Firmen, die das für ganz die dunkle Seite des Internets ganz offiziell verkaufen. Also kostet 100.000 Euro, 15 Menschmonate, dann hat man sowas gemacht. Wollte ich nur sagen, also das ist jetzt nicht das, Sie, das ist nicht Sie wollten das Phantom, Ihre Visitenkarte bei Herrn Michalik abgeben und sagen, ich baue dir das Ding, okay? Ja, jetzt mal ohne Scherz, das kann jeder Informatiker, wenn er diese Adresse hat, das kann man ja googeln. Es ist so dunkel, dass ich mich nicht traue, diesen Namen zu nennen. Die aber dunkle Seite. Man kann nach Algorithmen und Scannen in Dokumenten und live in Telefon-Hotlines und so kann man googeln, das kann man relativ leicht auch finden. Das wird aber, wie gesagt, von den Menschen eingesetzt, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Und ich weiß nicht genau, ob die Schulbuchverlage wirklich das dann auch nehmen, aber wenn ich sie technisch beraten sollte, von den Kosten her, das wäre kein Problem, da muss man auch kein Hacker jetzt irgendwie einsetzen. Das ist ein schöner Abschluss jetzt, dass wir hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung würde die wasserdichte Plagiatsoftware. Ja, aber ich würde trotzdem mal kurz fragen, weil ich fand die Frage eben jetzt nicht wirklich beantwortet, auch von Herrn Michalik, und selbst wenn sie erst seit 2 Monaten
Generalsekretär sind, verfolgen Sie ja die Debatte schon Jahre vorher in den unterschiedlichen Funktionen. Und ich würde trotzdem gerne wissen, ob auf Ebene von der KMK über die Frage Open Education Resources sich schon mal unterhalten wurde als Weg, wo man eigentlich hin will, oder ob das wirklich noch in Deutschland ein Fremdwort ist im Jahr 2011. Weil es finden ja Diskussionen statt und es wäre ja nur wichtig zu sehen, ob das als alternativer Weg überhaupt angesehen wird, beziehungsweise ob wir jetzt erstmal starten müssen und darüber aufklären müssen, was dort möglich ist und wo das hingehen kann. Aber Malte, mein Vorschlag wäre folgender. Wir haben ja da draußen Open Food and Drink Resources, also das sind ja keine festen Menüs, die angeboten werden, sondern sie können modular. Das müssen wir jetzt noch klären. Also, okay, gut. Ja. Bitte die Frage, die zwei hauen dann ab einfach und ich sage noch Tschüss dann. Die Kultusminister der Länder und die Kultusministerien, das ist ja keine amorphe Masse irgendwie. Das sind ja auch konkret Einrichtungen des Landes, die letztendlich über das dann auch bestimmen, was in den Schulen letztendlich passiert. Und auch die Kultusministerien der Länder können sich gar nicht solchen Entwicklungen verschließen. Solche Fragen müssen diskutiert werden, weil die dann letztendlich bei der Unterrichtsgestaltung schon berücksichtigt werden müssen. Und ich kenne kaum noch ein Bundesland, was im Rahmen der selbstständigen Schule, der autonomen Schule und was momentan in Schulentwicklung alles möglich ist, sich solchen Diskussionen verschließt und dann letztendlich Entwicklungen behindert. Die Frage ist doch die, die von Frau Deiwitz jetzt hier auch diskutiert wurde und aufgeworfen wurde, ist doch die der Umsetzung, der Einführung, der Implementierung von Bildungsstandards und wie kriegen wir das dann mit entsprechenden Lernmaterialien dann auch unterfüttert und untersetzt. Und das ist ein Entwicklungsprozess, den wir alle miteinander bestreiten werden und bestreiten werden müssen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja da, die Frage von Malte Spitz war ja nicht, ob sich sozusagen die Kultusministerien dem verschließen, sondern ob sie vorantreiben. Ja, also ob da sozusagen das ein Entwicklungsziel ist, was sozusagen aktiv vorangetrieben wird oder ob man nicht sozusagen mit dem Herzen doch noch beim Alten hängt und ab und zu mal sozusagen nach vorne getrieben wird. Und das wäre, glaube ich, eher mein Eindruck von der Lage zur Zeit. Nein, kann man so auch nicht sagen. Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung vor dem Generalsekretär da sein. Mein ehemaliger Minister, der Henry Tesch aus Mecklenburg-Vorpommern, ist einer, der da an diesem Markt erheblich unterwegs ist. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat sich, glaube ich, vor einigen Tagen gerade mit diesen Fragen Open Resources und andere Lehrmaterialien beschäftigt. Also das ist keine Diskussion, die in Deutschland jetzt hier oder an Deutschland vorbeigeht. Die findet hier aktuell auch statt. Genau. Vielen Dank. Ich verabschiede jetzt ganz schnell die beiden Herren. Die müssen um 21.06 Uhr in einem ICE sitzen. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen im März, wenn wir mehr Zeit haben für die einzelnen Aspekte auch. Und ich freue mich, wenn die ersten Piraten und Grünen als Kultusminister auftreten und die Open Educational Resources... ja, das stimmt eigentlich. Haben wir? Ja. Haben wir. Ja, ja. Nordrhein-Westfalen, genau. Und wir gehen jetzt noch einen Wein trinken. Vielen Dank, Guido. Und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und die Andreas Poltermann, die Heinrich-Böll-Stiftung, lädt Sie jetzt ein zu diesem Brezel und Wein, ist es, glaube ich, meistens. Vielen Dank.